Αξιότιμες κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι του Ινστιτούτου. Σας καλωσορίζω εν κάρδια στην εορτή Βίνκελμαν, η οποία φέτος διοργανώνεται για πρώτη φορά ως υβριδική εκδήλωση. Λόγω της πανδημίας, εξακολουθούμε να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες της Γερμανικής Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, παραμένει ακόμη περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων μέσα στην αίθουσα και τηρούνται προληπτικά μέτρα προστασίας των μπουφέ. Το πλεονέκτημα της υβριδικής εκδήλωσης είναι φυσικά ότι μπορούν να την παρακολουθήσουν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, ακόμη και εγώ που δεν μπορώ να βρίσκομαι μαζί σας στην αίθουσα απόψε για λόγους υγείας. Και φέτος θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού για την στήριξη που μας παρήχε σε πολλά επίπεδα. Πρωτίστως την Υπουργό, τις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ειδικά την ΔΥΠΚΑ και το Τμήμα Εποπτείας Ξένων Σχολών, καθώς και τις εφορίες αρχαιοτήτων με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Και τώρα θα συνεχίσω την Εκθεσή μου στα Γερμανικά. Ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer ersten hybriden Winkelmann-Feier. Das Pandemiegeschehen zwingt uns nach wie vor, nach den Maßgaben der deutschen Bundesregierung Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, zu denen eine geringe Teilnehmerzahl im Raum und Vorsichtsmaßnahmen bei dem Buffet zählen. Der Vorteil der hybriden Veranstaltung ist natürlich, dass eine größere Zahl von Interessenten sie verfolgen kann. Ich selbst kann leider gesundheitsbedingt heute Abend auch nicht im Raum sein. Beginnen möchte ich auch dieses Jahr mit den personellen Veränderungen im Haus, die dieses Jahr besonders auf Leitungsebene wichtig waren. Nach fast 17 Dienstjahren als zweiter Direktor ging Reinhard Senf im Juli in den verdienten Ruhestand. Da er ihn in seiner Wahlheimat Griechenland verbringen und seine Publikationsarbeiten zu Olympia abschließen will, bleibt er uns glücklicherweise auch weiter verbunden. Zum 1.8. trat Oliver Pilz seine Nachfolge an, als zweiter Direktor und auch als Leiter der Olympiagrabung. Voller Elan stürzte sich seither in seine neuen Aufgaben. Zudem haben uns zwei unserer wissenschaftlichen Hilfskräfte dieses Jahr verlassen. Daniel Frank, der 4 Jahre lang tatkräftig die Grabung Tirins unterstützt hat, und Annika Skolik, die im Projekt zur Erschließung der antiken Sammlung wertvolle Dienste erwies. Anstelle von Annika Skolik begann gerade vor wenigen Tagen Marie-Christine Künzelmann von der Universität Freiburg. Im Dezember wird auch unser Auslandsstipendiat Erik Laufer nach einigen Jahren Aufenthalt in Griechenland nach Deutschland zurückkehren. Bis zum Frühjahr bzw. Sommer waren die beiden Kulturweitfreiwilligen Malte John und Lilli Keiner bei uns. Auf sie folgten im gleichen Programm Frauke Tamm und zuletzt Lilli Bessler. Die Freiwilligen dieses Programms sind immer in verschiedenen Projekten eingesetzt und erhalten so einen Einblick in die vielfältigen Arbeitsgebiete des Instituts hier in Athen. Zusätzlich hat eine ganze Reihe von externen Mitarbeiterinnen auch dieses Jahr in vielfältiger Weise die Tätigkeiten der Abteilung unterstützt. Ihnen allen, besonders aber dem ganzen Mitarbeiterstamm, gebührt dafür mein ausdrücklicher Dank. Nun ist es mir eine traurige Pflicht, die im vergangenen Jahr verstorbenen ordentlichen und korrespondierenden Mitglieder des DAI anzuzeigen. Vassos Karagiorgis, Vater der jungen zyprischen Archäologie, langjähriger Professor an der Universität von Zypern und Chairman der Lewendis-Stiftung. Gerhard Jörens, Philologe und langjähriger Mitarbeiter des DAI in Berlin und Athen, hier Leiter der Redaktion und Archiv, zuletzt der Bibliothek bis zu seinem Ruhestand 2004. Unser langjähriger zweiter Direktor der Abteilung, der Bauforscher Hermann Kienast, dessen Herz besonders der Erforschung von Samos galt, insbesondere dem Heraion, worüber er bis zu seinem Tod intensiv arbeitete. Dimitris Pandermalis, emeritierter Professor für klassische Archäologie der Universität Thessaloniki, dessen Namen für immer mit der Grabung Dion und dem neuen Akropolis-Museum verbunden sein wird, das er mitentstehen ließ. Wir werden ihr alle Andenken in Ehren behalten. Nun zu den Feldforschungsprojekten.
Zunächst zu Olympia. Azzurra Scarci vom RGZM in Mainz konnte am 1. März die Arbeit an dem DFG-geförderten Forschungsprojekt zur Fragmentierung von Bronzeweihgaben in Olympia unter der Leitung von Holger Beitinger aufnehmen. Gemeinsam mit dem Restaurator Gerhard Savinoga hielt sie sich viele Monate zum Materialstudium in Olympia auf. Lena Ketzel und Kirill Radetzky setzten die Restaurierung der Metallfunde aus den Grabungen von Reinhard Senf fort. Rebecca Sandbichler vom RGZM führte diese Arbeiten im Rahmen eines Praktikums weiter. Im Sommer leitete die Präsidentin des DAI, Friederike Fless, auf Einladung der FORI im Zuge ihres Projekts Digital Roofs eine Dokumentationskampagne zu Dachziegelfunden aus der griechischen Grabung im Gymnasium von Olympia. Markus Wolf konnte seine Bauaufnahme der Schatzhäuser von Olympia abschließen, zu der für die Publikation eine Luftbilddokumentation erfolgte. Josephine Beusch von der TU Berlin nahm während eines Praktikumsaufenthalts eine Reihe von Stufen der Echohall auf, die bei den Grabungen von Reinhard Senf wiederentdeckt worden waren. Vom griechischen Kultusministerium wurden EU-Mittel für die Umsetzung der Restaurierung der Basilika bzw. Phidias Werkstatt nach dem vom DAI erarbeiteten Konzept budgetiert. Ich hatte es letztes Jahr bereits gezeigt, das Konzept ist angenommen und die Umsetzung sollte nun auch bald beginnen. Die Arbeiten im Tirins-Projekt konzentrierten sich auf die Bearbeitung der Funde der Ausgrabungen 2013 bis 2018 in der nordwestlichen Unterstadt, was die zeichnerische, restauratorische und fotografische Erschließung der Funde ebenso einschloss wie das Beschriften von Funden. Dank der zahlreichen geschlossenen Fundkomplexe aus späthelladisch 3C-zeitlichen Zerstörungskontexten sowie aus früheisenzeitlichen Gräbern konnte eine hohe Anzahl von Gefäßen durch die Restauratorin zusammengesetzt werden. Bei den mykenischen Funden handelt es sich um den bedeutendsten Fundkomplex der Jahrzehnte zwischen 1200 und 1150 vor unserer Zeitrechnung, der bisher in Griechenland geborgen wurde. Von seiner Bearbeitung sind deshalb wichtige Informationen zu den Veränderungen des Keramikspektrums von der Palastzeit zur Nachpalastzeit zu erwarten. Vor dem Abschluss steht ferner die von Tina Bracci verfasste Studie über die Baugeschichte der ab 1250 vor unserer Zeitrechnung in kyklopischer Technik errichteten Unterburgmauer von Tirins. Die aus einem vor kurzem abgeschlossenen, von der Fritz-Thyssen-Stiftung geförderten Forschungsprojekt hervorgehende Studie wird wichtige Erkenntnisse zur Konstruktionsweise und Nutzung der mit allen Raffinessen der spätpalatialen Baukunst errichteten Unterburgmauer erbringen. Die Arbeiten im Keramaikos konzentrierten sich auf ein Areal zwischen Proteichisma, Heiliger Straße und dem Südhügel, das bereits 1880 von Stephanos Koumanoudis ausgegraben worden war, aber seither in der Forschung keine Rolle mehr gespielt hat. Die Dokumentation der heute sichtbaren Reste erfolgte im Rahmen der Untersuchungen zu Stadtbefestigungen, Heiligtümern, Werkstätten und wasserbaulichen Einrichtungen im Keramaikos. Ein Sonderfund war die bronzene Identifikationsmarke in Pinakion, das auch anderweitig inschriftlich bekannten Lokrion aus dem Demos Allopeke. Vor dem Heiligen Tor ist heute unter einem Schutzdach ein klassischer Altar aufgestellt, der im späten 19. Jahrhundert auf der Ecke des Proteichisma-Turms, das ist die Phase 3 links im Bild, aufgefunden wurde. Seit 2002 ist bekannt, dass sein ursprünglicher Standort auf einer zweistufigen Kalksteinbasis in einem kleinen Temenos an der Heiligen Straße war, wo er sich auch heute wieder befindet. Phase 1. 2022 konnte nun geklärt werden, dass der Altar in der Zeit, als die ursprüngliche Basis von dem Turm überbaut wurde, auf eine dreistufige Basis unmittelbar westlich des Turmes an der Gräberstraße versetzt worden war. Phase 2. Dafür sprechen nicht nur die Maße, auch sind die Stufen zur Straße hin leicht verbreitert, sodass, wie bei seiner ursprünglichen Aufstellung, ein Sitzen am Straßenrand möglich war.
Aufgrund seiner ständigen Wiedernutzung muss der Altar von großer Bedeutung gewesen sein. Mehrere Konglomeratsteine am Hang westlich des Protechisma, links in grün, lassen sich mit Hilfe des Planes von 1880 zwei großen, rechteckig ummauerten Arealen zuweisen. Diese dürften aufgrund der Hanglage, dem Fehlen einer Binneneinteilung und ihrem direkten Aufliegen auf dem Mergelfels als Auffangbecken für Wasser gedient haben. Etwas weiter nordwestlich liegt eine Kräne, ein Brunnen über einem noch unausgegrabenen Wasserschacht. Zugehörig ist ein westlich angrenzendes, rechteckiges Wasserbecken. Unterhalb liegt ein weiteres Becken. Brunnen neben rechteckigen Wasserspeichern sind vor allem aus dem spätantiken Athen bekannt, aber die hier verwendeten Baumaterialien, die Bauweise und die Niveaus am Hang könnten auf eine frühere Entstehung der Anlage hindeuten. Eine genauere Einordnung der Funktion und die Datierung können nur durch Ausgrabungen geklärt werden. Die Wasserleitung AX führt vom Stadtgebiet entlang des Heiligen Tores in die Torgasse stadtauswärts. Nun konnte ihr Zielpunkt geklärt werden. Sie leitete das Wasser in ein Becken, das sich vor dem Protechisma-Turm am Straßenrand der Heiligen Straße befand und mit oder früher als der Turm entstanden sein muss. Insgesamt ist das Areal geprägt von Einrichtungen zur Wasserspeicherung, vermutlich für den Gebrauch in den Heiligtümern und Werkstätten, die sich wohl im tiefer gelegenen Nordteil des untersuchten Gebiets, direkt an der Heiligen Straße, befunden haben müssen. Zur Denkmalpflege. Die Überarbeitung des denkmalpflegerischen Masterplans zum Kerameikos durch Themis Bilis und Angelos Sotiropoulos schreitet voran und ist eigentlich kurz vor dem Abschluss. Als Grundlage für eine detaillierte Restaurierungsstudie zum Heiligen Tor ist dieses Jahr außerdem eine vollständige 3D-Dokumentation entstanden. In Samos wurde das neue 5-Jahres-Kooperationsprojekt zum Landschaftswandel und zur Landnutzungsgeschichte der Insel sowie der infrastrukturellen Anbindung des Heraions begonnen. Im Frühjahr fanden dafür noch letzte Voruntersuchungen statt, bei denen zwei seismische Profile entlang zweier Transekte in der Chorar-Ebene angelegt wurden, um einen ersten Eindruck vom Verlauf der dortigen Stratigraphie zu erhalten. So zeichnen sich auf dem Seismikprofil die Sedimente der in der Antike weite Teile der Ebene einnehmenden, nun weitestgehend verlandeten Lagune in Blautönen deutlich ab. Ferner kann eine größere tektonische Verwerfung nördlich der Lagune, hier in Rottönen, beobachtet werden, die für die Entstehung der gesamten Chorar-Ebene verantwortlich sein dürfte und bis heute deren Entwicklung aktiv beeinflussen könnte. Darüber hinaus wurden seismische und geomagnetische Messungen sowie Georadar im archäologischen Gelände und im direkt östlich vorgelagerten Areal durchgeführt. Dabei konnten neben weiteren baulichen Strukturen im Temenos der Verlauf der Heiligen Straße nach Osten verfolgt werden, hier rot umrahmt. Ferner ließ sich nachweisen, dass die als Westgrenze des Heiligtums zur Zeit von Dipteros I, also in der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts vor Christus, interpretierte von Nordwesten nach Südosten verlaufende Basenreihe südlich des Dipteros nach Südwesten umbricht, hier in grün markiert, was auf einen bisher unbekannten Westeingang außerhalb des archäologischen Geländes hindeuten mag. Im Juni fand die Fundbearbeitung von Keramik aus Kontexten der Grabungen von Hans Walter der 50er Jahre statt. Dabei wurde der für die ostionische Keramikentwicklung sowie das Kultgeschehen wichtige Inhalt von Brunnen F erstmalig komplett aufgenommen, was neben der Vervollständigung bisher selektiv publizierter Gefäße auch zur Bestandsvergrößerung durch weitere ca. 160 Gefäße führte. Darüber hinaus schritt die Bearbeitung der griechischen Bronzen durch Jan Wagenführ als Nachfolger des verstorbenen Ulrich Gehrig für die abschließende Publikation voran. Um den noch kurz vor seinem Tod von Hermann Kienast eingereichten Beitrag zur römischen Altarphase im Heraion zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen, nahm Athanasios Tsingos ergänzende Bauglieder im Gelände auf.
Katharina Kock setzte die Bearbeitung der Terrakotten des 6. Jahrhunderts vor Christus, die sie von Elena Walter Caridi übernommen hatte, für ihre Dissertation fort. Im Bereich Denkmalpflege schritt der Rahmenplan für das Gesamtgelände voran. Angelos Sotiropoulos führte neben weiteren Arbeiten die Restaurierung der für die Kultgeschichte des Heiligtums bedeutsamen Kultbildbasis des zweiten Hekatompedos aus dem 7. Jahrhundert vor Christus durch. In Kalapodi wurde Anfang des Jahres die erste Phase des denkmalpflegerischen Konzepts zur gezielten Führung der Regenwasser mit Anlage von Gräben um das Gelände abgeschlossen. In diesem Zusammenhang wurden vorläufig einige Säulentrommeln des klassischen Nordtempels auf dem ursprünglichen Areal versetzt. Sie sehen es rechts unten im Foto. In den nächsten 3 Jahren wird uns eine Studie der Denkmäler von Kalapodi vor Schnee und Eis beschäftigen. Ein Projekt, mit dem wir uns in dem diesen Sommer bewilligten EU-Projekt Triquetra beteiligt haben. Hierbei geht es um die Etablierung von Maßnahmen zum Schutz von klimabedingten Schäden an Kulturdenkmälern, insbesondere durch Wasser in verschiedenen Aggregationsformen. Die Bearbeitung von Funden älterer Grabungen wurde auch dieses Jahr fortgesetzt. Hans-Otto Schmidt schloss die Fundaufnahme der Eisen ab. Die große Gruppe umfasst insgesamt über 5000 Objekte aus allen Grabungsphasen. Unter den dieses Jahr bearbeiteten Stücken ist etwa ein bislang unter den Heiligtumsfunden singuläres Schwert aus dem Areal des verstürzten Westgiebels des archaischen Südtempels hervorzuheben, oben Mitte zu sehen, das bislang nur in thessalischen Gräbern Parallelen findet. Auch eine Harpe mit Holzresten und Blechbandagen rechts oben aus hellenistischem Fundzusammenhang ist unter den Hiebwaffen des Heiligtums bislang singulär. Kelly Christodoulou hat im Rahmen ihres Dissertationsprojektes an der Universität Athen die Fundaufnahme der spätbronzezeitlich-früheisenzeitlichen Grobkeramik aus dem Südtempel weitgehend abgeschlossen. Dies sind knapp 42.000 Fragmente, gerade im Vergleich zu den ungefähr 51.000 scheibengedrehten Fragmenten aus dem gleichen Zeitraum eine relativ große Zahl. Im folgenden Jahr sollen archäometrische Analysen diagnostische Fragmente der derzeit 30 festgestellten Keramikgruppen zur weiteren Eingrenzung der Herkunft dieser Kategorien erfolgen. Weitere Forschungen betrafen dieses Jahr Webgewichte und Webspulen durch Anne Vogrub und die Architektur des Südtempels durch Klaus Müller. Außerdem wurde auch in Kalapodi im Rahmen des von der Präsidentin des DAI initiierten Digital Roof Projekts eine kurze Kampagne mit dem Ziel durchgeführt, Methoden zur Dokumentation großer Mengen von Dachziegeln auszutesten und zu optimieren. Dahinter steht die Absicht, über einzelne Projekte hinaus Abläufe zu etablieren, die in Zukunft die Bearbeitung von Dachziegeln aus verschiedenen Regionen und zeitlichen Kontexten beschleunigen und präzisieren. Mit der diesjährigen 6-wöchigen Feldkampagne im Kifisos-Tal schließt der erste 5-Jahres-Plan des Kooperationsprojekts ab. Ziel war dieses Jahr, durch gezielte Grabungssondagen chronologische Anhaltspunkte zu gewinnen. In Elatja wurden an insgesamt 6 Stellen Schnitte und Reinigungen durchgeführt. 3 von ihnen galten verschiedenen Teilen der Fortifikationsmauer. So ließ sich klären, dass der innere der beiden Mauerringe der Akropolis aus Bruchsteinen der frühen römischen Kaiserzeit zuzuweisen und damit deutlich jünger ist als der äußere in zyklopischen Mauerwerk. Die gesamte Westkurtine ist oberflächig nur in wenigen Resten gesichert. Die in einer Testsondage freigelegte Mauer kann mit einer Breite von 60 cm nicht Teil eines Fortifikationssystems gewesen sein. Auch die assoziierten Funde hellenistisch-römischer Zeit durchweg gemischt, sprechend für eine spätere Bauphase. Besonders überraschend war aber der Befund am Ostufer des Baches, westlich der Stadtanlage. Reinigungsarbeiten brachten hier auf einer Länge von über 11 Metern eine antike Befestigungsmauer mit Ost-West-Ausrichtung ans Licht.
Sie ist 1,30 Meter stark und in einer maximalen Höhe von 3 Lagen erhalten. Die Mauer ist im Läuferbindersystem errichtet und im Kern mit mittelgroßen Pflastersteinen verfüllt. Auffällig ist ihre Krümmung im Westteil, die den Verlauf des Baches aufzunehmen scheint. Es wird noch zu klären sein, ob es sich hierbei um die in diesem Bereich noch gesuchte Westmauer der Unterstadt handelt oder aber um eine Brücke, die den Bach überquerte. Lesefunde von Keramik stammen weitgehend aus hellenistischer Zeit. Auf Bitte und mit Unterstützung der Gemeinde von Elatia wurde schließlich ein Schnitt an einer Stelle angelegt, an dem ein Stadtbewohner das von Pausanias gesehene, bislang vergeblich gesuchte Theater der Stadt vermutet. Im Schnitt sind 2 hangparallele Hangstützmauern und Verfüllungen zutage getreten. Auch ein Laufniveau konnte identifiziert werden. Keinerlei Anhaltspunkte fanden sich hingegen für den Nachweis eines Theaters. Die datierende, allerdings sehr zerschärfte Keramik stammt weitgehend aus der Kaiserzeit bis in die Spätantike. In der Unterstadt von Elatia konnte in den geophysikalischen Prospektionen der letzten Jahre ein orthogonales Straßennetz mit Wohnbebauung festgestellt werden. Der Testsondage zufolge entstand hier erst im 1. Jahrhundert vor Christus auf gewachsenem Boden ein erstes Gebäude im Quadermauerwerk, hier rechts unten in Rot eingefärbt. Die übrigen Mauern aus Bruchstein, also das Gebäude ist nur in einer Ecke ausgegraben worden, die übrigen Mauern aus Bruchsteinen und polygonalen Steinen in Zweitverwendung gehören einer offenbar kurz darauf entstandenen Phase an. Allerdings lässt sich eine Nutzung bis in die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts nach Christus nachweisen. Es müsste nun durch weitere Schnitte geklärt werden, ob die gesamte Unterstadt erst so spät entstanden ist, nachdem der Sitz des phokischen Koinon in der Mitte des 2. Jahrhunderts vor Christus nach Elatia verlegt wurde und Elatia als größte Stadt der Phoker bezeichnet wurde. Der letzte Schnitt in Elatia galt dem sogenannten Heroon. Dieses wurde in den 80er Jahren unter Leitung von Fanoria da Corogna freigelegt. Der bauhistorischen Einordnung widmet sich nun Will Kennedy. Es handelt sich hierbei um eine ca. 11 auf 11 Meter große und 4 Meter hoch erhaltene monumentale Struktur, wahrscheinlich hellenistischer Zeitstellung. Nach ausgiebiger Reinigung und kompletter fotogrammetrischer Dokumentation wurde an der Südwestecke ein Schnitt angelegt. Sie sehen das in der Mitte in der Ansichtsdokumentation. Es wurde also ein Schnitt angelegt, der zwar bis unter die Fundamentblöcke reichte, allerdings fundleer blieb. Die Funktion der ohne Hinweise auf eine Grablegung oder Ähnlichem gefundenen Struktur wird nun anhand von Bauvergleichen einzugrenzen sein. Im außerstädtischen Heiligtum der Athena Kranaia setzte Elea Königsecker ihr Dissertationsprojekt zu der Bauanalyse des Geländes fort. In diesem Jahr erfolgte eine detailliertere Betrachtung der Architektur des Heiligtumsareals. Bei der Dokumentation verstürzt liegender Bauteile konnte auch eine Weihinschrift auf einer als vermisst gegoltenen Basis wiederentdeckt werden. Wechseln wir nun auf die andere Seite des Tales nach Aia Marina am Nordabhang des Parnassos. Hier wurde ein Raum in der Nordostecke der großen öffentlichen pi-förmigen Platzanlage mit 11 agglutinierenden Raumeinheiten freigelegt, der offenbar erstmals im 3. Jahrhundert vor Christus entstand. In byzantinischer Zeit ist eine Nachnutzung festzustellen. Damit konnten wir das erste Mal durch Grabungen gewonnene Datierungsansätze für den Ort und das einzige erhaltene öffentliche Gebäude unseres gesamten Untersuchungsgebietes gewinnen. Unweit von Aia Marina liegt die Befestigungsanlage von Anemomilos, wo die im vergangenen Jahr identifizierte Nordwestecke der Unterstadtmauer vom dichten Macchia-Bewuchs gereinigt wurde. Die ca. 2,50 Meter breite Feldsteinmauer aus mittelgroßen Kalksteinen unterscheidet sich von der Isodom-Befestigungsmauer, die weiter hangaufwärts festzustellen ist, links in blau eingefärbt. Hier stehen datierungsklärende Sondagen noch aus. Im Rahmen des Groundcheck-Projekts zu paläoklimatischen Veränderungen im Kifisos-Tal
wurden 2021 bereits von Ingmar Unkel an 16 Stellen Oberbodenproben zur Feststellung der Bodenfruchtbarkeit gewonnen, die nun in einer Masterarbeit an der Universität Kiel ausgewertet wurden. Alle untersuchten Böden sind sehr bis mittelfruchtbar. Das Südwestgebiet des Kifisos-Tales, und das sehen Sie rechts oben im Bild, erscheint nach den vorhandenen Proben am fruchtbarsten. Die einzige Probe aus Elatia, dem in der antiken Literatur fruchtbarsten Gebiet der Phokis, ist dagegen erstaunlicherweise nur mittelfertil. Hier sind wohl noch weitere Proben notwendig. Wie in der Antike, so sind auch heute noch im ganzen Kifisos-Tal Oliven und Weizen vorherrschend. Im Rahmen des Groundcheck-Projekts zu Hochwasserevents im Kifisos-Tal wurde der im letzten Jahr gewonnene 10 Meter tiefe geschlossene Bohrkern im Demokritos-Zentrum für naturwissenschaftliche Untersuchungen analysiert und OSL-Datierungen gewonnen. 5 extreme Hochwasserphänomene in Blau links ließen sich nachweisen. Die meisten decken sich mit den bereits bekannten Daten im östlichen Mittelmeerraum. Allerdings fehlt im Kifisos-Tal ein Hochwasserevent, das ungefähr im 5. Jahrhundert nach Christus einzusiedeln ist, während zusätzliche Phänomene in der frühen Bronzezeit auftreten. Eine Auswirkung der bis in Mittelhelladisch I vor allen Dingen belegten Starkwasserphänomene könnte die im archäologischen Befund im Verlauf des Mittelheladikums indizierte Aufgabe der Besiedlung in der Ebene zugunsten höher gelegener Lagen sein. In Orchomenos hat unser Auslandsstipendiat Erik Laufer die topografischen Untersuchungen zu den Stadtbefestigungen vom Vorjahr fortgesetzt. Eine Anzahl von neuen Baubefunden konnte dabei vermessen werden, sodass mit der Kartierung der Befestigung zugleich eine aktuelle Version des gesamten Stadtplanes im Entstehen begriffen ist. Zweiter Schwerpunkt der Kampagne war eine Bauaufnahme des hellenistischen sogenannten Castro am höchsten Punkt der Stadt, auf deren Grundlage erstmals die Baugestalt, Rekonstruktion und Funktion dieser außergewöhnlich gut erhaltenen Gipfelbefestigung untersucht werden sollen. An dieser Stelle soll auch auf die eigenen Projekte unserer Nachwuchswissenschaftlerinnen verwiesen werden. Die an verschiedenen Universitäten in Deutschland angesiedelten Dissertationen unserer wissenschaftlichen Hilfskräfte umfassen ein weites Spektrum von Themen zum Mittelmeerraum bis hin zu den römischen Nordwestprovinzen. Unsere Kollegen in der Postdoc-Phase arbeiten ebenfalls über ein breites wissenschaftliches Spektrum zu römischer Keramik, Architektur und Landschafts- und Siedlungsarchäologie im gesamten Mittelmeerareal, wie Sie etwa aus von Ihnen kürzlich vorgelegten Monographien ersehen können. Kommen wir nun zu den Wissensräumen der Abteilung. Im Archiv wurde im Rahmen des DFG-Projekts Arch Athen die Erschließungsarbeiten fortgesetzt, die zu bearbeitenden Bestände konservatorisch behandelt und für die anstehende Digitalisierung vorbereitet. Das 2019 begonnene Projekt zur Retrodigitalisierung der Grabungsdaten Kalapodi ist weit fortgeschritten. Nachdem letztes Jahr die Datenbankkonfiguration erfolgte, konnte dieses Jahr die gesamte Befunddokumentation der Grabung mit ca. 13.000 Datensätzen in Idai Field überführt werden. Ferner wurde damit begonnen, aus einzelnen Luftbildern aus den Beständen des Luftbildarchivs Bildmosaike zusammenzusetzen. Geplant ist, in Zukunft die georeferenzierten Luftbildmosaike über den DAI Map Server abrufbar zu machen. Unser Archiv hat auch dieses Jahr reichlich Material für Qualifikationsarbeiten geliefert, unter anderem im Bereich der Papier- und Fotokonservierung im Rahmen unserer Kooperation mit der Universität Westattika. Besonders hervorzuheben sei hier das bis vor kurzem unbekannte Tagebuch von Johann Friedrich Julius Schmidt, Direktor der Athener Sternwarte, das im Archiv der Abteilung aufbewahrt wird und dessen Zuschreibung unserer Kollegin Katharina Brand zu verdanken ist. Gleich 2 Qualifikationsarbeiten beschäftigen sich mit dem Werk, eines in konservatorischer, das andere in archivwissenschaftlicher Hinsicht. Die zweite Arbeit liefert neben einer systematischen und kommentierten Transkription einen Einblick in die privaten und professionellen Netzwerke des Autors, die auch maßgeblich die frühe Geschichte der Abteilung Athen beleuchten.
In die gleiche Zeit gehen einige historische Vermessungsgeräte aus der Zeit Wilhelm Dörpfels zurück, die im Rahmen einer Diplomarbeit an der Uni Westattika untersucht und konserviert wurden und nun in neuem Glanz erstrahlen. Im Mittelpunkt der Arbeiten des Projekts Jubiläum 2024 standen die Vorbereitungen des Sammelbandes zur Institutsgeschichte, der zur 150-Jahr-Feier der Abteilung erscheinen soll. Dazu zählen unter anderem grundlegende Datenerhebungen, die als Grundlage etwa für Analysen zur Entwicklung der wissenschaftlichen Aktivitäten, zur Drittmitteleinwerbung, zu Netzwerken und so weiter dienen. Neue Einblicke in die frühen Jahre der Abteilung gewähren die dieses Jahr erschlossenen, nur schwierig zu lesenden und daher bislang weitgehend unbekannten Akten der Amtszeit Ulrich Köhlers. In dem am Ende des letzten Jahres aufgelegten Blog People at the DAI Athens sind mittlerweile 7 Beiträge erschienen, meist zu mit dem Institut mehr oder weniger eng verbundenen Personen. In der Fotothek konnte die Digitalisierung der umfassenden analogen Negativbestände abgeschlossen werden, womit nun alle ca. 150.000 Bilder in digitaler Form vorliegen. In den nächsten Jahren gilt es, diesen großen Bestand systematisch als objektbezogene Datensätze in IDAI Objects abrufbar zu machen. Im BMBF-Projekt Shapes of Ancient Greece bildete auch im zweiten Jahr die Digitalisierung der Objekte der archäologischen Sammlung den Mittelpunkt. Mittlerweile wurden ca. 21.000 digitale Fotografien von etwa 19.000 Objekten angefertigt. Dazu kommen ca. 10.000 digitale Profilzeichnungen, die mit dem Laser Edit Profiler aufgenommen wurden. In den letzten Monaten wurde außerdem intensiv an der Vorbereitung der Daten für ihre Veröffentlichung in der zentralen Objektdatenbank IDAI Objects gearbeitet. Auch bei der Rekontextualisierung von Funden und der Identifizierung von Fundorten konnten Fortschritte erzielt werden. Kommen wir zu den Publikationen. In der Reihe Athenaia erschien der 12. Band Heiligtümer im Bereich von Stadtmauern und Stadttoren, der auf dem Kolloquium zum 100-jährigen Jubiläum der Keramaikusgrabung des DAI beruht. Nach Behebung der verwaltungstechnischen Komplikationen der seit 2019 verzögerten Herstellung der athenischen Mitteilung kann der Band 134/2019 hoffentlich mit Jahresbeginn gedruckt werden und die weiteren sollten dann zügig folgen. Zudem konnte eine im Sommer erschienene Publikation zum Bauforscher Wilhelm Wilberg, der seine ersten beruflichen Schritte unter der Ägide von Wilhelm Dörpfeld tat, zwar nicht bei uns gedruckt, aber inhaltlich und finanziell vom DAI Athen unterstützt werden. Im November fand nach pandemiebedingter Unterbrechung wieder ein deutsch-griechisches Doktorandenkolloquium statt, dieses Mal zur Landschaftsarchäologie im Mittelmeerraum. Nach interessanten Vorträgen und ergiebigen Diskussionen führte trotz schlechter Wetterlage eine spannende Exkursion ins antike Korinth. In diesem Zusammenhang sei auch auf die im kommenden Jahr startende neue Vortragsreihe Atlas – Archaeological Topographies hingewiesen, an dem das DAI Athen durch Will Kennedy organisatorisch beteiligt ist. Das Programm liegt bereits vor. Ebenfalls im November tagte das DAI Cluster 8 in Athen in hybrider Form. Im Fokus der Tagung standen Konnektivitäten und die Rolle von Transport, Austauschmechanismen und geografischen Kontexten. Bei deutlich besserem Wetter als auf dem Doktorandenkolloquium folgte eine Exkursion in die Bergbaulandschaft der Lavriotiki. Nachdem das Pandemiegeschehen Lockerungen erlaubte, fanden in diesem Jahr insbesondere auf dem Keramaikos zahlreiche Führungen statt. Verschiedene Interviews oder Auftritte von Institutsmitgliedern mündeten zum Teil bereits in Beiträgen unterschiedlicher Formate, darunter Podcasts, Radio- und Fernsehbeiträge. Und hiermit beende ich meinen Jahresrückblick 2022, verabschiede mich von Ihnen, wünsche einen weiterhin vielseitigen Abend und übergebe an meinen Kollegen Oliver Pilz.
Eine große Freude, die Ihnen die neuen korrespondierenden Mitglieder des Instituts vorzustellen und auch die entsprechenden Urkunden zu überreichen. Ich verlese dazu den Text von Frau Sporn. Dr. Stella Chrysoulaki wurde an der Sorbonne Paris IV promoviert. Seit 1984 arbeitet sie für das griechische Kulturministerium. Lange Zeit auf Kreta, wo wir, das heißt Frau Sporn und Sie, sich kennengelernt haben. Und seit 2012 arbeitet sie in der Euphorie von Piräus, wo sie die wichtigen Arbeiten im Rahmen der Metroerweiterung und der spektakulären archaischen Nekropole von Phaleron leitete. Ich hoffe, Frau Chrysoulaki ist in der Zwischenzeit eingetroffen. Sie hatte noch eine andere Verpflichtung. Das ist offensichtlich nicht der Fall. Also gehen wir weiter. Herr Professor Dr. Dimitris Damaskos wurde bei Adolf Borbein in Berlin promoviert. Nach Tätigkeiten als Kurator am Nationalmuseum und am Benaki-Museum in Athen nahm er 2002 die akademische Lehre mit dem Schwerpunkt griechische Kunst zunächst in Patras, dann in Ioannina auf und ist seit 2020 voller Professor in Patras. Seine aktuellen Ausgrabungen in Amphipolis sind auch in der Presse auf großes Interesse gestoßen. Lieber Herr Damaskos, ich überreiche Ihnen jetzt die Urkunde. Die promovierte Archäologin Dr. Anastasia Gadorlou, seit 1993 beim griechischen Kulturministerium beschäftigt, seit 2014 als Leiterin der Abteilung für prähistorische und klassische Stätten und Assistenzdirektorin der prähistorischen und klassischen Altertümer. Ihre fundierten Kenntnisse der frühen Keramik Griechenlands hat sie nicht nur auf Ausgrabungen derzeit besonders in Nikolaika, sondern auch bei der Neuorganisation der Vasenabteilung des Athener Nationalmuseums einbringen können und in zahlreichen Veröffentlichungen unter Beweis gestellt. Frau Gadorlou. Frau Professor Dr. Iphigenia Levendi war nach ihrer Promotion über Hygieia in Athen am Athener Nationalmuseum beschäftigt. Gleichzeitig hat sie bis 2001 an der staatlichen griechischen Schule für Fremdenführer unterrichtet. Darüber hinaus war sie einige Jahre von 1994 bis 1997 Assistentin von William Colson an der American School of Classical Studies und hat für die griechische Abteilung des LIMPC, das war von 1996 bis 2000, gearbeitet. Seit 2002 lehrt sie an der Universität Thessalien klassische Archäologie mit einem Schwerpunkt auf antike Plastik, dem auch die meisten ihrer zahlreichen Veröffentlichungen und Vorträge gelten. Frau Levendi. Herr Professor Dr. Emanuele Papi ist seit 1992 an der Universität Siena tätig, seit 2005 als Professor für klassische Archäologie. Seine wissenschaftlichen Interessen und Grabungsprojekte hat er systematisch von Rom über Etrurien bis nach Marokko, Ägypten und Griechenland, hier insbesondere Lemnos natürlich, erweitert. 2016 wurde er zum Direktor der Scuola Archeologica Italiana di Atene ernannt und wird uns leider im kommenden Jahr wieder verlassen.
Den heutigen Festvortrag, zu dem wir jetzt übergehen, wird Josef Maran halten. Man muss ihn in Griechenland eigentlich nicht vorstellen. Dennoch hier ein paar Worte zur Einführung. Seit 1994 Grabungsleiter in Thürins wurde Josef Maran als einer der führenden Vertreter der Archäologie der Ägäischen Bronzezeit 2019 als auswärtiges Mitglied in die Akademie von Athen gewählt. Bereits seit 2006 ist er ordentliches Mitglied der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Nach dem Studium der vor- und frühgeschichtlichen Archäologie ist Josef Maran 1985 in Heidelberg promoviert worden. 1995 folgte die Habilitation an der Universität Bonn. Im Jahr darauf wurde er auf den Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte der Universität Heidelberg berufen, den er bis heute innehat. Sein wissenschaftliches Oeuvre umfasst neben 4 Monographien zahlreiche Aufsätze, die ein breites Spektrum an Themen nicht nur aus dem Bereich der ägäischen, sondern auch der mitteleuropäischen Kupfer- und Bronzezeit behandeln. In seinem heutigen Vortrag fasst er die Ergebnisse seiner langjährigen Forschung in Thürins zusammen. Lieber Herr Maran, wir freuen uns sehr, dass Sie heute zu uns sprechen. Bitte schön. Liebe Katja, die du uns im Netz zuhörst, lieber Herr Pilz, Kyrios Kikiri, ich freue mich sehr, nach den Jahren der Unterbrechung von Vortragsaktivitäten am DAI und auch in den anderen ausländischen Schulen wieder einmal nach Athen zu einem Vortrag zurückkehren zu können. Dieses Jahr hat ja in der Archäologie stark unter dem Zeichen von Heinrich Schliemann stattgefunden und wir sind jetzt am Ende dieses Jahres angelangt. Diese Bezugnahme auf Schliemann hat diejenigen Kollegen und Kolleginnen, die an einem Ort arbeiten, an dem er gegraben hat, und dazu gehört Thürins nun sehr in starkem Maße, dazu veranlasst, auch darüber zu reflektieren, was eigentlich seine Bedeutung war und für unsere Ausgrabungen. Ich kann Ihnen sagen, meine Einstellung zu Schliemann ist sehr ambivalent. Also ich sehe die großen Vorzüge, die er gehabt hat. Ich möchte nennen die Tatsache, dass er die mykenische Archäologie sehr stark, also die Entdeckung der mykenischen Archäologie natürlich sehr stark nach vorne gebracht hat, dass er eine Vision gehabt hat, die er verfolgt hat, nämlich dass etwas überhaupt zu finden ist, etwas, was bis dahin unbekannt war, dass er hierfür sein Reichtum auch eingesetzt hat und letztlich auch seine Gesundheit geopfert hat für diese Vision, die er hatte. All das sind wunderbare Erzeugnisse eines sehr begnadeten Forscherpersönlichkeit, wie man sagen kann. Gleichwohl ist es so, und das da hier nehme ich Bezug auf das schwere Erbe Thürins, dass seine Ausgrabungen doch sehr unvollkommen waren. Und das ist ein sehr vorsichtiger Ausdruck. Und ich werde auch hierauf noch zurückkommen. Viele der Ausgrabungen haben ja Monumenten gegolten, die einzigartig sind, und sodass diese frühen Ausgrabungen auch sehr viel zerstört haben. Und das dürfen wir bei all dem, was an Positivem zu ihm zu sagen ist, nicht vergessen. Seine Ausgrabungen zum mykenischen Griechenland haben ja in besonders starkem Maße in der Landschaft Argolis angesetzt, in den Orten Mykene und Thürins. Wir wissen heute, dass die Landschaft Argolis wahrscheinlich die mykenische Region mit der höchsten Dichte mykenischer Zentren ist, die wir bisher kennen. Denn neben Mykene und Thürins, die Schliemann, frühen Schliemann-Grabungen auch gleichzeitig waren, gibt es dort mit Medea einen sehr, sehr wichtigen Ort, den Schliemann zum Glück, muss man sagen, für die dortigen Ausgräberinnen nicht untersucht hat. Und Argos war sicherlich auch in mykenischer Zeit bereits ein sehr wichtiger Ort, was jedoch dadurch, dass der Burgberg von Argos stark in mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Zeit überprägt wurde, nicht mehr so in dieser Form nachvollzogen werden kann. Was besonders ist an den mykenischen Zitadellen, ist, dass sie anders als Troja eigentlich nie wirklich vergessen gewesen sind. Und in sehr entscheidendem Maße ist dieser Sachverhalt dadurch geprägt gewesen, dass diese
in großen Steinformaten erbauten Befestigungen der beiden Orte in der Antike nicht abgetragen werden konnten und damit nicht als Steinbruch, einfacher Steinbruch verwendet werden konnten, wie viele andere Orte und auch Troja selbst. Und das hat dazu geführt oder muss dazu geführt haben, dass sich Generationen um Generationen immer wieder damit konfrontiert sahen, dass dort Mauerformate und Steinformate vorhanden waren, die sie selbst nicht bauen konnten. Und das ließ die Frage aufkommen, was waren das eigentlich für besondere Fähigkeiten, die diese Menschen in einer fernen Vergangenheit eigentlich gehabt haben. Im Unterschied zu Schliemann ist für die Beschäftigung der heutigen Archäologie mit dem mykenischen Griechenland Homer eigentlich kein Gewährsmann mehr für das Generieren von Erkenntnissen. Vielmehr wird versucht, diese mykenische Kultur und die mykenische Zeit aus sich selbst heraus zu verstehen. Und wir wissen heute, dass diese Orte, die Schliemann in der Argolis untersucht hat, nur ein Teil einer viel größeren politischen Geografie des mykenischen Griechenlands waren und dass es in der Zeit zwischen 1400 und 1200 vor unserer Zeitrechnung ungefähr, es in mehreren Regionen Griechenlands, von der Südspitze der Peloponnes bis an den Golf von Volos, Palastzentren gegeben hat, die bestimmte Territorien, die nicht über diese 200 Jahre wahrscheinlich fest waren, sondern immer mal wieder größer und immer mal wieder etwas kleiner waren, beherrscht haben und jeweils von bestimmten Orten aus von Königen regiert wurden. Schliemanns Ausgrabungen, damit kommen wir schon zum Stichwort schweres Erbe, haben in sehr unterschiedlichem Maße die verschiedenen Teile von Tiryns betroffen. Tiryns wird ja unterteilt anhand der topografischen Höhen in drei Teile. In die Oberburg, in der Schliemann und Dörpfeld 1884 den Palast freigelegt haben. Und die Oberburg ist in sehr starkem Maße von diesen frühen Ausgrabungen betroffen worden. Relativ stark betroffen war auch die Mittelburg, über deren Funktion in der mykenischen Palastzeit, also zwischen 1400 und 1200, relativ wenig bekannt ist. Und dann die langgestreckte Unterburg, die aus Gründen, auf die ich noch zu sprechen kommen werde, betroffen war und von den Ausgrabungen Schliemanns, was dazu geführt hat, dass in den 1970er und 1980er Jahren Klaus Kilian bahnbrechende Untersuchungen dort durchführen konnten, die in anderen Teilen des Burgbergs von Tiryns so nicht mehr möglich waren. Gänzlich verschont oder fast verschont von frühen Ausgrabungen war die Unterstadt, über deren Existenz Schliemann wohl auch nichts gewusst hat, und die dementsprechend auch jetzt in den letzten Jahrzehnten einen der Foki unserer Ausgrabungen in Tiryns gebildet haben. Darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Schliemann und Dörpfeld haben ja auf der Oberburg von Tiryns einen brandzerstörten mykenischen Palast freigelegt, in dessen Mittelpunkt ein Zentralgebäude stand, für den Dörpfeld den Ausdruck Megaron gebraucht hat. Das war eine typische Argumentationskette, die sowohl er als auch Schliemann verwendet haben, dass sie anhand der Informationen aus den homerischen Epen versucht haben, die Monumente und das, was sie gefunden haben, zu verstehen. Und Dörpfeld fühlte sich erinnert durch dieses Zentralgebäude an Schilderungen aus der Odyssee, in dem von einem Gebäude, einem palastartigen Gebäude namens Megaron bezeichnet ist. Wir wissen nicht, ob dieses Zentralgebäude tatsächlich als Megaron bereits in mykenischer Zeit bezeichnet wurde. Es ist nicht auszuschließen, dass es tatsächlich so war. Was wir allerdings sagen können, ist, dass Dörpfeld mit der Identifizierung dieses Gebäude als einem kennzeichnenden Merkmal eines mykenischen Palastgrundrisses, nämlich der Fokussierung auf dieses Gebäude, ein ganz großer Wurf gelungen ist, der dann
einige Jahre später in Mykene sich bestätigt hat. Auch in Mykene wurde ein Megaron im Zentrum eines mykenischen Palastes gefunden und dann viele Jahrzehnte später in der unmittelbaren Nachkriegszeit durch Karl Blegen in Pylos wurde dann der letzte Nachweis erbracht, dass diese Megaron-Paläste ein sehr typisches Element der mykenischen Palastarchitektur des 14. und 13. Jahrhunderts war. Also das ist eine großartige Leistung, ist auch eine besondere Leistung von Dörpfeld gewesen, diesen Palastgrundriss wunderbar dokumentiert zu haben und in einer Genauigkeit, wie es in dieser Zeit wohl kaum jemand hinbekommen hätte. Dennoch muss man sagen, dass durch diese Ausgrabungen auch sehr viel Schaden angerichtet wurden, mit dem wir heute konfrontiert sind. Und dazu zählt beispielsweise, dass Schliemann und Dörpfeld sehr an den Mauern interessiert waren, dass sie aber nahezu überhaupt nicht an beweglichen Funden interessiert waren. Wenn Schliemann in seinen Publikationen überhaupt Bezug nimmt auf Objekte, dann gibt er allenfalls die Fundtiefe an, aber nicht den Fundpunkt. Und aber mit Fundtiefe, jeder, der eine Ausgrabung mal gemacht hat, weiß, dass Fundtiefe praktisch nichts aussagt, wenn man auch keine festen Bezugsgrößen hat. Und dementsprechend sind wir konfrontiert mit einem wunderbar dokumentierten, aber leeren Palast. Wir wissen nicht, was in den einzelnen Räumen für Objekte verwendet wurden, wo was gefunden wurde. Und damit scheiden alle sozialarchäologischen oder sonstigen Untersuchungen eigentlich aus zur Nutzung dieses Palastes. Es gibt aber auch noch einige zeitbedingte und durchaus zu verstehende Fehleinschätzungen, die damals entstanden sind, die allerdings folgenreich für die weitere Erforschung der mykenischen Kultur war. Eine der Fehleinschätzungen, die allerdings bald danach korrigiert werden konnte, war, dass Schliemann auf der einen Seite, der sehr interessiert war an Kleinfunden und auch sehr viele interessante Beobachtungen gemacht hat zu Keramik, dass es ihm gelungen ist, Neues auch zur mykenischen Keramik herauszubekommen. Er hat einige dieser Stücke abgebildet, darunter besonders Objekte, die ihn besonders fasziniert haben, figürlich bemalte Keramik, die wahrscheinlich besonders diese Kratere mit Darstellungen von Wagenfahrten des sogenannten Painters of the Shield Bearers, dass die im letzten Palast von Thürins tatsächlich auch verwendet wurden, denn es sind sehr viele dieser Stücke in seiner Publikation abgebildet. Interessanterweise war er allerdings damals aufgrund seiner Grabungsergebnisse zu dem Ergebnis gelangt, dass die auch gefundene geometrische Keramik, die Keramik der geometrischen Zeit, gleichzeitig mit der mykenischen Zeit hergestellt wurde. Das ist durchaus verständlich in der damaligen Zeit, weil es auch andernorts noch keine klaren Stratigraphien gab, die das hätten klarstellen können. Und es ist sehr interessant, sich mit den chronologischen Modellen von Schliemann auseinanderzusetzen, die er nie mal so in einer Form einer Tabelle dargestellt hat. Schliemann in seiner Publikation zu Thürins ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Thürins um 1100 vor Christus zerstört wurde. Das klingt zunächst nach einem Ergebnis, das erstaunlich nahe an den Zeiträumen ist, die wir heute für die Zerstörung des mykenischen Palastes ansetzen würden, nämlich um 1200. Aber interessanterweise ist er zu diesem Datum allein durch literarische und Quellen wie Epen und mythische Überlieferungen gekommen, nämlich aus Rückrechnungen der Zeiträume, die in antiken Quellen, literarischen Quellen angegeben werden für den Trojanischen Krieg, die Rückkehr der Herakliden, die dorische Invasion und all diese Dinge, und die hat er versucht in den archäologischen Realien zu finden, und so war er auch überzeugt davon, dass die dorische Invasion für die Zerstörung des oder die Rückkehr der Herakliden für die Zerstörung des mykenischen Palastes verantwortlich gewesen sei. Den mykenischen Keramikstil setzte er in die Zeit davor. Ups. Und die geometrische Keramikstil gleichzeitig, meinte allerdings, dass dann nach der Zerstörung des Palastes der geometrische Keramikstil weitergelaufen sei und dann irgendwann im 8. 9. Jahrhundert, wie er dachte, von der schwarzgefirnisten Keramik abgelöst wurde. Schliemann und Dörpfeld, und das müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, konnten nicht ahnen, dass zwischen der Zerstörung des Palastes und dem geometrischen Keramikstil viele Jahrhunderte liegen, ungefähr 300 Jahre, die von Teilen der Forschung später als dunkle Jahrhunderte bezeichnet werden sollten. Schliemann und Dörpfeld kannten die dunklen Jahrhunderte nicht.
Das ist deshalb auch wichtig, weil für mich es gar nicht so sicher ist, dass Schliemann an dieser Gleichsetzung, an dieser einfachen Nutzung der homerischen Epen zum Generieren von Erkenntnissen zur mykenischen Zeit wirklich festgehalten hätte, wenn er diese lange Unterbrechung gewusst hätte. Ich weiß es nicht, aber möglich ist, dass er umgedacht hätte. Das sind jedenfalls die Zeiträume, die wir heute kennen, zwischen etwa 1200 und 900 vor unserer Zeitrechnung, die von manchen als dunkle Jahrhunderte bezeichnet werden und die zum einen die mykenische Nachpalastzeit, die wir als Späthelladisch 3c bezeichnen, umfasst, zwischen etwa 1200 und 1050 und dann ab 1050 die verschiedenen Stadien der frühen Eisenzeit Griechenlands und dann kommt erst die frühgeometrische Zeit. Diese Irrtümer von Schliemann sind völlig verständlich aus der Zeit heraus und können ihm absolut nicht angelastet werden. Was aber wirklich erstaunlich ist, dass einige der Einschätzungen, die Schliemann gegeben hat, von den seinen Nachfolgern in der Grabungsleitung bis in die 1930er Jahre weitervertreten wurden. Und das betrifft insbesondere die Frage einer zeitlichen Nähe zwischen Palastzerstörung und der geometrischen Zeit. Was zum Beispiel dazu führte, dass die Zerstörung des Palastes in der Abschlusspublikation von Kurt Müller von 1930 zum Beispiel ins 8. Jahrhundert datiert wird. Und auch andere Kollegen haben das so datiert, während andere im Thürens-Team den Beginn der geometrischen Zeit um 1100 vor Christus angesetzt haben. Also mit anderen Worten, all diese, obwohl bereits in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, zum Beispiel Karl Blegen in Koraku, in der Korinthia, deutliche Hinweise dafür gefunden hat, dass es eine nachpalatiale Phase gegeben haben könnte, haben die Ausgräber in Thürens noch sehr lange an diesem Bild, das Schliemann, auf Schliemann zurückgeht, festgehalten. Und ich denke, dass diese Fehleinschätzung, war die Überzeugung einer unmittelbaren zeitlichen Nähe zwischen der Palastzerstörung und der geometrischen Zeit. Und warum ist das so? Weil man festhalten wollte daran, dass die Entstehung der homerischen Epen in irgendeiner Weise direkt eine Rückerinnerung ist an etwas, was ziemlich nah dran liegt. Deswegen war man der Ansicht, dass der Palast entweder im 8. oder 9. Jahrhundert zerstört wurde oder eben bereits um 1100, aber dann unmittelbar die geometrische Zeit schon begonnen hat. Dadurch, dass man die dunklen Jahrhunderte nicht erkannt hat, konnte man auch nicht erkennen, dass Thürens just in dieser Zeit, wie wir noch hören werden, von ganz besonderer Bedeutung war und dass diese Jahrhunderte zwischen 1200 und 900 von zentraler Bedeutung für die Entstehung von neuen Formen des Rückerinnerns und der Rückbeziehung auf die mykenische Palastzeit war, die sehr zentral war. Diese frühe Freilegung des Palastes von Thürens, die kann natürlich nicht mehr rückgängig gemacht werden. Dennoch konnten in den letzten Jahrzehnten, wie ich denke, eine ganze Reihe von Erkenntnissen gewonnen werden, die ich hier anführen werde, die den Palast betreffen. Das ist zum einen die Erkenntnis, dass die Erbauung des Palasts von Thürens Teil eines gewaltigen Bauprogramms war. Und ich werde auf diese einzelnen Punkte kurz danach noch Bezug nehmen. Dann eine strukturelle Analyse des Palastplanes und seiner Freskenausschmückung als performativer Raum. Wir werden gleich noch hören, was ein performativer Raum, was ich darunter verstehe. Dann die ganze Frage der Nachnutzung der Palastruine. Was ist nach der Zerstörung des Palastes gekommen? Und schließlich auch die Frage der Datierung und Hintergründe der Palastzerstörung. Wir wissen heute, dass das Erscheinungsbild von Thürens, so wie wir es heute vorfinden, in starkem Maße von Baumaßnahmen betroffen wurden und hervorgerufen wurden, die in den letzten 50 Jahren der Palastzeit durchgeführt wurden, also grob zwischen 1250 und 1200. Dazu gehört die Erbauung einer neuen, in kyklopischen Steinformaten errichteten Befestigung der Unterburg. Und in dieser Befestigung der Unterburg, die ja, wie wir gerade in dem Bericht gehört haben, gerade von Tina Bracci aufgenommen wurde, bauhistorisch untersucht wurde, diese Befestigungsmauer, die fast 7 Meter breit ist, ist mit allen Raffinessen der
damals aktuellen Befestigungsarchitektur versehen worden, darunter eine besonders hohe Dichte von Gewölbebauten, die so in anderen Orten nicht in dieser Dichte und in dieser Vielfalt festzustellen sind. Darunter, hier sehen Sie die Eingänge zu den Treppenanlagen, die herabführen zu den Brunnen, zu den unterirdischen Brunnen, die schräg durch die Befestigung durchführen. In dieser Zeit, in den letzten Jahrzehnten des Palastes, wurde aber auch die imposante Westtreppe gebaut, die das westliche Stadtgebiet mit der Mittelburg und Oberburg verbinden. Es wurden, wie schon gesagt, die Brunnengänge gebaut, die ebenfalls in diesem Kragsteingewölbetechnik überwölbt waren und die es ermöglicht haben, in Zeiten der Belagerung die interne Wasserversorgung zu gewährleisten. Das ist ein wichtiger, die Tatsache, dass in Mykene, aber auch in Tiryns in dieser Zeit solche Brunnengänge, die eine interne Wasserversorgung ermöglicht haben, für notwendig erachtet haben, ist, wie schon seit längerem in der Forschung betont wird, ein indirekter Hinweis auf eine Vorbereitung auf solche Vorgänge der Belagerung und zeigt uns etwas, was wir sonst anhand der historischen Quellen eigentlich nicht wüssten, dass die Zeiten sehr unruhig waren. Gebaut in dieser Zeit wurden aber auch weitere faszinierende Gewölbebauten, die auch mitentscheidend dafür waren, dass Tiryns und auch Mykene zum Weltkulturerbe geworden sind, wie die Galerien, die Ostgalerie, ein Blick in den Korridor der Ostgalerie, diese Galerien, die, von denen es zwei in Tiryns gibt, an keinem anderen Ort gibt es die bisher, Ostgalerie, die Südgalerie, die eigentlich durch den Korridor es ermöglichen, dann zu Kammern zu gelangen, die in der Befestigung jeweils situiert waren und die ebenfalls in Kragsteingewölbetechnik überwölbt waren. Warum Tiryns gleich zwei solcher Galerien hat und andere Orte keins, würde ich damit erklären, dass Tiryns als Hafenort und als wichtigster Hafen der Argolis in dieser Zeit, in der mykenischen Palastzeit, die Notwendigkeit zur Zwischenlagerung, aber auch Endlagerung von besonderen Gütern aus dem Seehandel eröffnet hat, die für den Palast oder die Paläste wichtig waren. Ich denke hier an Textilien, wertvolle Textilien, Metalle, Hölzer, Bauhölzer etc., die aus dem Fernhandel stammten und die eben besondere Lagerkapazitäten erfordert haben. Aber die wahrscheinlich größenwahnsinnigste, aber auch genialste Maßnahme dieses Kreises von Maßnahmen, die in den letzten Jahrzehnten der Palastzeit ausgeführt waren, war die Flussumleitung von Tiryns. Und diese Flussumleitung von Tiryns, die reagierte auf etwas, was bis ins 13. Jahrhundert Tiryns in starkem Maße geprägt hat, nämlich dass ein Fluss, der aus dem Hinterland kam, unmittelbar nördlich des Burgfelsens von Tiryns vorbeigeflossen ist. Er scheint im 14. Jahrhundert vor Christus, anhand von neueren Untersuchungen, auf die ich auch noch zu sprechen kommen werde, scheint dieser Fluss in die Nähe von Tiryns gekommen zu sein. Wahrscheinlich ist er in den vorangegangenen Jahrhunderten etwas weiter nördlich von Tiryns geflossen und hat den Ort noch nicht so stark betroffen. Aber in diesen letzten Jahrzehnten der Palastzeit haben die Machthaber die Entscheidung getroffen, diesen Fluss umzuleiten. Und man hat es dadurch gemacht, indem man am Oberlauf des Flusses einen Damm angelegt hat und dann, das Wasser des Flusses durch ein neues Bachbett weit von Tiryns umgeleitet hat. Und dieser Damm von Tiryns ist eine geniale ingenieurtechnische Leistung. Und in einer Landschaft, die in besonderem Maße von Erosionsenergie betroffen ist, wie Griechenland, denken Sie nur, was an Wasser bei Regen, Starkregenereignissen runterkommt, ist es alles andere als selbstverständlich, dass ein Erddamm, der mit Steinen verfestigt ist, dass dieser Erddamm über 3200 Jahre wie eine Eins dasteht. Und seitdem hat er dieses Flussbett, das alte Flussbett, hat er vollständig abgeschlossen. Und es ist ein wirklich sehr, sehr bemerkenswertes Monument, das sehr besonders ist. Auf das wir nochmal zurückkommen werden, dann aus der Sicht von Tiryns. Und auch die Frage, warum man eine solche Maßnahme überhaupt gemacht hat.
Kommen wir aber zunächst zu der Frage des performativen Raumes. Was ist ein performativer Raum? Ein performativer Raum sind architektonische Räumlichkeiten, die dazu beitragen, für bestimmte Handlungen vorgesehen zu sein. Das sehen wir hier in diesem Raum zum Beispiel. Der hat die Möglichkeit, als Bibliothek genutzt zu werden. Der hat aber auch die Möglichkeit, zu Vorträgen genutzt zu werden. Man muss allerdings, um die eine Nutzung durch die andere abzulösen, eine andere Bestuhlung vornehmen. Aber diese Nutzungsziele sind in diesem Raum angelegt. Er ist für bestimmte Zwecke maßgeschneidert. Und eine solche Maßschneiderung auf bestimmte Handlungsabläufe können wir auch am Palastplan von Thürins ablesen, der nämlich sehr, sehr raffiniert so gegliedert und strukturiert ist, dass diejenigen, die wahrscheinlich bei Prozessionen zu bestimmten Festen vom Haupteingang zum Megaron vorgelassen wurden, dass die an bestimmten Punkten, die ich als liminale Punkte bezeichnet habe, Drehungen um 90 Grad vollführen mussten und sich nach dieser Drehung jeweils einem neuen Tor gegenüber sahen, das sie dann durchschritten haben, bis sie zu dem nächsten Tor gekommen sind. Und vom Haupteingang bis zum Megaron gibt es eine Vielzahl solcher 90-Grad-Drehungen, die zeigen, dass diese ganze Struktur schon von den Architekten mitgedacht wurde, um diesen Weg zu betonen. Im Innersten des Palastes gab es zwei runde Strukturen, die jeweils die Endpunkte von etwas gebildet haben, die ich als zentrale rituelle Achse bezeichnen würde. Nämlich zum einen den großen runden Zentralherd im Thronraum des Megarons unter dem Dach. Und die andere südliche Punkt ist dann ein runder Altar, der unter freiem Himmel sich im großen Hof befunden hat. Und entlang dieser zentralen rituellen Achse müssen die wichtigsten, die für den Staat, den mykenischen Staat in der Argolis, wichtigsten Kulthandlungen verrichtet worden sein. Wir haben in den letzten Jahren auch Hinweise dafür, denke ich, zusammentragen können, dass einige der wichtigsten Freskenkompositionen, die wir aus Thürins kennen, nämlich die Prozession, die große Frauenprozession, dass sie in den letzten Stücken dieses Weges, den ich Ihnen gezeigt habe, angebracht waren. Sie kamen wahrscheinlich aus dem Bereich des Großen Hofes, an den Wänden des Großen Hofes könnten schon einige dieser Figuren angebracht sein, aber sicher waren diese oder fast sicher waren diese Figuren in der Vorhalle und im Vorraum des Megarons angebracht und begleiteten dann die tatsächlich an den Prozessionen teilnehmenden Personen bei ihrem Gang in Richtung des Thronraumes und begleiteten diese sehr farbenfreudigen Darstellungen. Kehren wir aber nochmal zurück zu Schliemann und Dörpfeld. Ich sagte Ihnen bereits, dass Sie von den dunklen Jahrhunderten nichts wussten. Und damit war es schon sehr klar, dass Sie einige der Befunde, die Ihnen entgegengetreten sind, nicht adäquat deuten könnten. Und dazu gehört, dass die Tatsache, dass in der Ruine des großen Megarons ein schmaleres Megaron integriert war, das nach der Zerstörung des Palastes dort hineingebaut worden war. Da Schliemann und Dörpfeld der Ansicht waren, dass nach der Palastzerstörung gleich die geometrische Periode losging, kam für sie frühestens eine geometrische Datierung für dieses Gebäude in Frage. Und Dörpfeld dachte sogar, dass diese schmale Megaron, das später in der englischsprachigen Forschung als Building T bezeichnet werden sollte, oder der Antenbau im großen Megaron, dass dieses Gebäude ein hellenischer Tempel, wie Sie es bezeichnet haben, des 7. und 6. Jahrhunderts sei. Und es gibt ja in der Tat im Grundriss gewisse Übereinstimmungen zu frühen Tempelanlagen aus Olympia und Samos. Tatsache ist aber auch, dass Schliemann und Dörpfeld dieses schmale Megaron nicht besonders wertgeschätzt haben, was man an der Vignette aus der Publikation Schliemanns von 1886 auch sehen kann, was erscheint wie eine schöne Zeichnung des großen Megarons, der Ruine des großen Megarons mit Nauplia und Palamisi und der Bucht und Burzi und der Bucht von Nauplia im Hintergrund, ist im Grunde genommen eine sehr konstruierte und retuschierte Darstellung. Im Inneren des Megarons fehlt nämlich der Antenbau.
den hat Schliemann und Dörpfeld einfach lieber weghaben wollen. Und sie haben ihn auch leider sehr stark auseinander dekonstruiert, also herausgerissen, große Teile davon, weil sie eben gedacht haben, hellenische Tempel kennen wir schon öfters, aber einen mykenischen Palast noch nicht. Das ist besonders zu bedauern, weil sich dann eben bei späteren Untersuchungen gezeigt hat, dass sie da einem Irrtum aufgesessen waren. Dieser Antenbau im großen Megaron ist ja im Grunde genommen nach der Zerstörung des großen Megarons um den ehemaligen Thronplatz herum gebaut worden, hier in Blau zu sehen oben. Und wir wussten auch schon, dass zwei der Säulenbasen des großen Megarons auf der Mittelachse dieses Nachfolgebaus, von denen Schliemann und Dörpfeld dachten, es sei ein hellenischer Tempel, wiederverwendet worden sind. Wir hatten 1998 das Glück, bei Restaurierungsarbeiten, die wir archäologisch begleitet haben, im großen Megaron Pfostengruben zu finden, die in den Fußboden des großen Megarons eingegraben waren und dementsprechend jünger als das Megaron sein mussten und die aber auf der Zentralachse dieses Antenbaus lagen. Und als wir die dann C14 datiert haben, ist deutlich geworden, das ist ja jetzt schon seit einigen Jahren bekannt, dass dieses Gebäude sehr wohl mykenischer Zeitstellung ist und genau in diese Zeit hineingehört, die Schliemann und Dörpfeld nicht kannten, nämlich in die frühen dunklen Jahrhunderte, nämlich in späte Ladisch 3c. Und eine der vielen Belege dafür ist, dass Thüringens gerade in diesen letzten 150 Jahren der mykenischen Zeit eine sehr, sehr besondere Rolle gehabt hat. Also es war ein großes Glück, dass diese Pfostengruben noch erhalten geblieben sind und Holzkohle ergeben hat, die aus all diesen drei Pfostengruben eine späthellenische 3C-zeitliche Datierung erlauben. Und damit können wir heute eigentlich sagen, dass Thüringens der einzige Ort ist, in dem der Versuch gemacht wurde, nach der Zerstörung eines mykenischen Palastes ein neues repräsentatives Gebäude hineinzusetzen, das sehr viel schmaler und auch mit einfacheren architektonischen Mitteln erbaut wurde als der mykenische Palast, der aber zweifelsohne sich in irgendeiner Weise auf diesen mykenischen Palast bezieht. Es war aber sicherlich keine Residenz in dem Sinne, dass wir es mit einem Sitz eines Königs oder eines Fürsten zu tun haben, sondern dafür ist dieses Gebäude auch auf der Oberburg viel zu isoliert, denn man hat nur dieses Gebäude, soweit es aussieht, von dem Palast errichtet, währenddessen der Rest von dem Palast, und hier sehen Sie dieses Modell, das anlässlich der Ausstellung, einer Ausstellung in Karlsruhe über die dunklen Jahrhunderte hergestellt wurde, dass er umgeben war von einem Ruinenhügel und das einzige Gebäude des Palastes aus diesen Ruinen herausgeragt hat. Das ist schon ein Zeichen dafür, und dass also nachdem, dass man sehr wohl versucht hat, Bezug zu nehmen auf den Palast, aber dadurch, dass man nur dieses eine Gebäude errichtet hat, wohl eher mit einem Gebäude zu tun hat, das, wie Tobias Mühlenbruch meines Erachtens zu Recht vermutet hat, eine Art Versammlungshalle für noble Familien des Ortes gewesen ist, die sich bei ihren Treffen auf diese Palastzeit in irgendeiner Weise bezogen haben müssen. Die einzige Struktur, die neben diesem, die auch vom ehemaligen Palast wiederbelebt wurde, war der große Hof und der Rundaltar, der allerdings in der Nachpalastzeit dann in eine Plattform, in eine quadratische Plattform umgebaut wurde. Eine weitere, also das war die Erkenntnis, wir wissen heute damit etwas, was Schliemann und Dörpfeld noch nicht wissen konnten, dass es eine wichtige Nachnutzung im 12. Jahrhundert auf der Oberburg gegeben haben muss. Und eine weitere Erkenntnis, die sich in den letzten Jahrzehnten eingestellt hat, ist, dass wir dank neuerer Forschungen die Schutzschicht, die schon seit Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt war, entlang des Westabhangs der Oberburg, aus denen die meisten Fresken von Thüringen stammen, dass wir diese
mit der Zerstörung, dass wir über die Kenntnis dieser Schutzschicht die Palastzerstörung genauer datieren können. Und das ist daher gekommen, dass wiederum im Zusammenhang mit Restaurierungsarbeiten von der Ephorie unter der Leitung von Dr. Alcestis Papadimitriou, die eine ganz wichtige, zentrale Kooperationspartnerin für mich in all den Jahrzehnten war, und ich freue mich, dass sie hier ist, den Weg aus der Argolis nicht gescheut hat, um herzukommen, dass durch die Ausgrabungen von Frau Papadimitriou im Bereich der Westtreppe, dadurch, dass das sehr vorsichtig gemacht wurde, etwas deutlich geworden ist, was man bis dahin noch nicht wusste. Denn alle haben bis dahin angenommen, dass die Ausgrabungen vor dem Ersten Weltkrieg im Bereich der Westtreppe, dass dort alles ausgegraben worden war. Damals waren die Schichten mit Brandschutt, aus denen die Fresken, die wichtigsten Fresken von Thürens gefunden wurden, nachgewiesen worden. Und bei den Ausgrabungen von Papadimitriou ist Ende der 1990er Jahre und im Jahr 2000 deutlich geworden, dass bestimmte Teile, Schichtabschnitte aus Gründen, die wir nicht kennen, vielleicht haben die damaligen Ausgräber den Abraum, die Erde auf diesen Bereich geschüttet und danach vergessen, das auszugraben, dass das eben nicht ausgegraben wurde. Und dadurch wurden durch diese vorsichtigen Ausgrabungen, wurde es möglich, diese Schichten zu unterteilen und zu untersuchen. Und das wurde im Rahmen einer Dissertation, die Keramik aus dieser Schichtenfolge, durch Dr. Eleftheria Kadamaki untersucht, der es möglich gewesen ist, durch die stratigraphischen Beobachtungen zwei Zonen zu unterteilen von dieser Palastzerstörung, nämlich die Zone 2 und die Zone 1, die Zone 2 in Rot und die Zone 1 in Grau. Und Frau Kadamaki ist eine fantastische Spezialistin für mykenische Keramik. Sie konnte diese Zone 2, die Keramik aus der Zone 2, datieren in das Ende von der Stilphase, die wir als später Ladisch 3b2 bezeichnen in der mykenischen Archäologie, was sie damit in Verbindung gebracht hat mit der Zerstörung des Palastes und ersten Räumungsaktionen, dass man begonnen hat, den Schutt des Palastes, der durch den Brand zerstört war, abzutragen und die Schuttmassen unter den Westabhang runterzugießen. Und dann die Zone 1 ist eine weitere Phase der Baumaßnahmen oder der Reinigungsmaßnahmen. Und die datiert nach den Untersuchungen von Frau Kadamaki ganz ans Beginn des 12. Jahrhunderts, bereits in die beginnende Nachpalastzeit. Und die bringt Frau Kadamaki diese Maßnahmen mit der Errichtung von dem Antenbau im großen Megaron in Verbindung, wodurch es dann möglich wurde, nicht nur den Antenbau in Spätladisch 3.10, die mykenische Nachpalastzeit, zu datieren, sondern speziell ist es wahrscheinlich, dass er schon sehr früh in der Nachpalastzeit, nämlich ziemlich bald nach der Zerstörung des Palastes, errichtet wurde. Kommen wir jetzt aber zur Unterburg. Die Unterburg blieb ja, wie ich Ihnen gesagt habe, von den frühen Ausgrabungen weitgehend verschont. Und es waren die Ausgrabungen von Kilian, die gezeigt haben, dass es sich nicht um eine Fluchtburg gehandelt hat, wie gelegentlich bis dahin behauptet wurde, sondern dass sowohl in der Palastzeit als auch in der Nachpalastzeit die Unterburg sehr dicht bebaut war und in übergeordnete Bebauungskonzepte integriert war. Sowohl Kilian als auch alle anderen Ausgräber haben allerdings davon abgesehen, den Bereich eines Grabens, den Schliemann angelegt hat, noch weiter in ihre Untersuchungen mit einzubeziehen. Denn ein Schliemann-Graben, wenn man das schon hört, wer an Troja denkt, wird wissen, dass er dort sehr tief mit einem sehr breiten Graben bis zum gewachsenen anstehenden Felsen sozusagen runtergegangen ist. Und alle hatten wohl angenommen, dass dieser Graben, der längst nicht so breit war wie der in Troja, dass dieser Graben auch in Thürens alles zerstört hat, sodass alle Ausgräber einen großen Bogen um den Bereich gemacht haben, wo der Graben durchlief, nämlich genau auf der Nord-Süd-Achse hier in Gelb. Nun war es so, dass wir Anfang der 2000er Jahre dennoch im Bereich des Schliemann-Grabens graben mussten, nämlich ganz an der Nordspitze der Unterburg. Und dass auch diese Ausgrabung war auch wieder nötig geworden durch die Maßnahmen zur touristischen Erschließung und Restaurierung des Ortes. Wir haben also in der Innenseite der Nordpforte oder des Nordtores, wie es manchmal bezeichnet ist, Ausgrabungen durchgeführt. Dabei ist deutlich geworden,
dass Schliemanns Ausgrabungen, dass diese in der Unterburg keinen großen Schaden angerichtet haben, jedenfalls nicht in diesem Bereich. Was Sie hier sehen, was ich mit dem roten Pfeil gekennzeichnet habe, ist der Verlauf, unsere stratigraphische Aufnahme des Profils mit dem Schliemann-Graben. Und dieser Schliemann-Graben fing an in einer Breite von 4 Metern ungefähr. Und Sie müssen sich vorstellen, dass Schliemann auf der Oberburg festgestellt hatte, dass der Mykenische Palast, die zerstörten Reste des Mykenischen Palastes, unmittelbar unter der damaligen Oberfläche bereits zu finden waren. Und er ging wahrscheinlich davon aus, dass es in der Unterburg genauso sein würde und hat hier mit einem relativ breiten Graben von sogar über 4 Metern angesetzt, und dann hat er 1 Meter gegraben, 1,50 Meter gegraben, und nichts ist gekommen, nur Schichten. Und Sie sehen, dass er ist dann immer schmaler geworden, die eine Hälfte nur des Grabens, die andere Hälfte müssen Sie sich dann zur anderen Seite weggeklappt sehen. Und was er nicht wissen konnte, ist, dass in der Unterburg ganz andere Schichtverhältnisse als in der Oberburg bestehen und dass die mykenischen Reste von über 2 Meter Sedimenten hier in diesem Bereich überdeckt waren. Und Schliemann hat dann keine Lust mehr gehabt, all die Arbeiter zu bezahlen, und hat seine Grabungen immer schmaler gemacht. Und als er schließlich in die mykenischen Schichten hineingekommen ist, war der Graben so schmal, nur 30, 40 Zentimeter, dass er nichts kaputt machen konnte. Das war ein Glück für uns und die Archäologie. Sie sehen hier in unserer Ausgrabung den Rest des Schliemann-Grabens. Und wir haben sogar Werkzeuge von Schliemanns Arbeitern gefunden, eine eiserne Hacke, die dann hier in dem Graben gefunden wurde. Aber eine interessante Frage ist ja, was wäre eigentlich zerstört worden, wenn Schliemanns Graben bis zum anstehenden Boden wie in Troja heruntergegangen ist? Da kann ich Ihnen sagen, es wäre so einiges zerstört worden. Das ist, wie gesagt, dieser Bereich. Und dieser Bereich der Unterburg ist dadurch geprägt, dass am Ende der Palastzeit verschiedene Gebäude dort errichtet wurden, in denen sich bei unseren und auch bei Ausgrabungen von Kilian eine beispiellose, für Thürins beispiellose Konzentration nahöstlicher Objekte gefunden haben. Sie sehen hier die Grabung Anfang der 2000er Jahre mit dem Torweg, der zu der Nordpforte führt, und zur linken ein Gebäude und zur rechten ein Gebäude, das wir nur teilweise ausgegraben haben. Und in rosa hier der Verlauf des Schliemann-Grabens, wenn er in voller Breite durchgeführt worden wäre. Und der wäre just durch dieses Gebäude links von dem Torweg, westlich von dem Torweg geführt worden. Und in diesem Gebäude haben Kunsthandwerker für den Palast gearbeitet. Und Sie sehen hier schon die Funde, die auf dem Fußboden hier eingezeichnet sind. Das sind Funde, wie wir sie aus Zypern kennen. Das ist eine bestimmte Objektform, die man als Wandapplik bezeichnet, die also aus Terrakotta hergestellt waren und in denen irgendetwas gebrannt wurde, vielleicht aromatische Substanzen, und die weit mehr waren als ein Beleuchtungsgerät. Und die in Thürins, da sie sich unterscheiden durch bestimmte Merkmale von den in Zypern gefundenen Exemplaren, lokal hergestellt worden sein müssen. Aber wir haben eine ganze Reihe solcher in dieser Werkstatt, eine ganze Reihe solcher Objekte gefunden, die nach Zypern weisen. Es wurde in dieser Werkstatt auch ein Stück eines aus Elfenbein bestehenden Stabes gefunden, in dem sich eine kurze Keilschrift-Inschrift gefunden hat, die wahrscheinlich mit Ugaritisch in Verbindung steht, jener Handelsmetropole und Palastzentrum Nordsyriens. Darüber hinaus wurden auch in den Schichten unterhalb, unmittelbar unterhalb und oberhalb dieses Gebäudes wurden weitere Objekte und in der Umgebung Objekte gefunden, die ebenfalls mit Zypern oder der Levante in Verbindung stehen. Hier zum Beispiel unten auf der rechten Seite ein Gefäßhals eines mykenischen, wahrscheinlich lokalen Gefäßes mit einer 4 Zeichen umfassenden zyprominoischen Inschrift. Auch diese kananitische Amphore, die wir in diesem Jahr zusammensetzen konnten aus dem Bereich des Torweges, ist auf beiden Henkeln mit einer Kurzinschrift, einer zyprominoischen, versehen. Und Sie müssen sich vorstellen, dass zusammen mit einem dritten Objekt, das oberhalb dieses Gebäudes gefunden wurde, ein unscheinbarer
Tonkugel, ebenfalls mit einer zypro-minoischen Inschrift, die von Melissa Fetters identifiziert und publiziert wurde, es sich in diesen Fällen um die einzigen drei Beispiele für zypro-minoische Inschriften außerhalb von Zyperns und der Levante handelt. Und die finden sich in räumlichen Zusammenhängen, die nur wenige Meter voneinander entfernt sind. Das zeigt Ihnen, wie stark die Beteiligung hier sehr wahrscheinlich auch von Personen ist, die aus Zypern gekommen sind und in diesen Gebäuden, in diesen Räumen des Gebäudes für den Palast gearbeitet haben. Aber was haben die da gemacht? Klaus Kilian hat bereits in dem Raum einen Teil einer Feuerstelle gefunden und um diese Feuerstelle herum hat er Stücke von Goldfolie gefunden, sehr dünne Goldfolie, von der er angenommen hat, dass diese Folie auf Gefäßen, auf keramischen Gefäßen angebracht gewesen sein muss. Ich glaube, dass er recht hatte, was die Anbringung auf Gefäßen anbelangt, es sich aber nicht um keramische Gefäße gehandelt hat. Denn wir haben in dem Gebäude und in dem Torweg Fragmente von Fayence-Gefäßen gefunden, die zunächst mal sehr unansehnlich erschienen, die aber dank unseren Restauratorinnen sehr, sehr gut zusammengesetzt werden konnten. Es hat sich gezeigt, dass es sich um kopfförmige Fayence-Gefäße gehandelt hat, von einem Wesen mit einem grotesk verzerrten Gesicht, mit einem weit ausgerissenen Maul, aus dem Flüssigkeit herauskommen konnte. Also Sie können das vielleicht schon erahnen, dass hier eine Nase zu sehen ist und Augen, aber ich zeige Ihnen die Zeichnung dieses Wesens. Es ist ein Rüton, ein aus Fayence hergestelltes Rüton in Kopfform, bei dem Flüssigkeit eingefüllt wurde, die dann gezielt aus einer Öffnung im Mund wieder austreten konnte. Und ich denke, dass diese Goldfolie, dass in diesem Gebäude nicht solche Gefäße hergestellt wurden, aber dass sie dort mit Gold und anderen Teilen, zum Beispiel Augen, versehen wurden, um das Finish zu gewährleisten. Die Gefäße wurden, da sich mehrere davon nachweisen lassen, sind sehr wahrscheinlich auch vor Ort hergestellt worden, aber solche Fayence-Brennöfen sind ziemlich feuergefährlich und sind wahrscheinlich irgendwo anders zu finden, in der Unterstadt oder sonst wo, jedenfalls nicht in diesem Gebäude. Aber dort hat das Finish stattgefunden, solcher Gefäße. Was ist das aber für ein Wesen, mit dem wir es da zu tun haben? Und da gibt es zunächst mal, finden wir Vergleiche für solche Gefäße, kopfförmige Gefäße, vor allen Dingen aus der Levante und auf Zypern. Dort allerdings handelt es sich um Trinkgefäße, die also keine Öffnung im Maul haben. Hier in Widderform ein Gefäß aus einem Fundort im Norden Israels, in Tel Abu Hawam. Und Sie sehen auch hier, dass in Farbe, mit goldener Farbe hier etwas dargestellt wurde, was in anderen Fällen sicherlich mit Gold, wir kennen das aus Ägypten, aber auch aus der Levante, dass Glas- und Fayence-Gefäße mit Gold Folie verziert wurden und das hat man hier mit goldener Farbe oder gelber Farbe imitieren wollen. Um zu verstehen, um was für ein Wesen es sich handelt, muss man auch wieder nach Zypern gehen. Wobei ich sagen muss, es kann sich um ein grotesk verzerrtes Affengesicht handeln, das ist weiter eine Möglichkeit. Es ist aber eher wahrscheinlich, wie ich denke, dass es sich um ein Wesen handelt, ein dämonisches Wesen, das wir aus dem Gilgamesch-Epos kennen mit dem Namen Humbaba, dem Wächter des Zedernwaldes im Libanon und der letztlich auch das Medusenhaupt in späterer Zeit inspiriert hat, sein Gesicht, der dann die Menschen zum Ersteinen, Stein verwandelt hat und Darstellungen, wie von Humbaba kennen wir aus der Levante, die immer wieder durch diese stark verfalteten Gesichter, wie hier in der Mitte eine solche Maske gekennzeichnet sind. Wir kennen sie aber auch auf Zypern und von dort, wie zum Beispiel dieses Gefäß aus Kition aus dem 12. Jahrhundert,
die das auch als Maske gedient hat, finden sich aus meiner Sicht die besten Parallelen für unsere Fayence-Gefäße, die wir hier hatten. Und wenn das zutrifft, haben wir hier ein Zeichen, wie stark diese Gesellschaften wirklich miteinander vernetzt waren. Denn wir hätten hier die Darstellung einer lokal hergestellten Fayence-Gefäßen eines Wesens, das eigentlich auf eine Adaption eines vorderasiatischen Dämons in Zypern zurückgeht, das dann über den Umweg von Zypern in ein mykenisches Palastzentrum gekommen ist. Kommen wir nun in dem letzten Teil des Vortrages zur Unterstadt. Und hier besonders zu dem Bereich nördlich der Akropolis, denn in der Unterstadt wie auch in der Oberburg, das sind die beiden Bereiche, in denen sich die besondere Rolle Tyrins in der Zeit nach 1200 vor Christus so überdeutlich erweist. Und von den Schliemann, von deren Bedeutung eben Schliemann genauso wie von der ganzen Unterstadt noch nichts gewusst hat. Und Sie sehen hier die Ausgrabungen, die zwischen 2013 und 2018 ich das Glück hatte, zusammen mit Frau Papadimitriou durchzuführen. Durch eine sehr großzügige Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, ohne die das gar nicht möglich gewesen wäre. Aber was war überhaupt so interessant an diesem Bereich nordwestlich der Burg, den Sie gleich auch noch die Lage der Schnitte sehen werden? Es ist die Zone, in der der Fluss durchgeflossen ist, der dann umgeleitet wurde. Und deswegen, es war einer der Hintergründe, warum wir diese Ausgrabung begonnen haben, um mehr über diese Flussumleitung aus der Sicht von Tyrins zu verstehen. Aber darüber hinaus wusste man auch, dass diese Unterstadt nördlich der Burg, dass die in starkem Maße überhaupt erst im 12. Jahrhundert vor Christus geschaffen wurde. Auch darüber wollten wir mehr wissen. In den 1990er Jahren hat Eberhard Zanger, ein Geoarchäologe, der Verdienste erworben hat in der Rekonstruktion der Umweltveränderungen in der Argolis, mit einer sehr extremen These Furore gemacht und ist auch in die Presse gekommen dadurch. Er meinte nämlich, dass die in Tyrins nachweisbaren und nördlich der Burg nachweisbaren Flussablagerungen von einer Mächtigkeit von rund 1,20 Meter und manchmal sogar mehr als 1,20 Meter, dass die bei einem einzigen Ereignis abgelagert worden seien, die eine Art Flut von Tyrins gewesen sei, eine Schlammlawine, die vielleicht bei einem Erdbeben, wie er meinte, oder nach einem Erdbeben große Teile der Unterstadt, besonders der östlichen Unterstadt, der nördlichen und südlichen Unterstadt, alles, was hier in Dunkel gekennzeichnet ist, betroffen hat und verschüttet hat. Das wäre eine gewaltige Umweltkatastrophe gewesen und auch diese These, die mir aus bestimmten Gründen schon lange nicht sehr plausibel erschien, wollten wir auch noch einmal in unserer Ausgrabung untersuchen. Und das war die Lage der Grabungsschnitte und das Projekt, das wir dank Deutsche Forschungsgemeinschaft durchführen konnten in der nordwestlichen Unterstadt von Tyrins. Dank dieser großzügigen Förderung, war es möglich, ein sehr großes Grabungsteam mit vielen Spezialisten und Spezialistinnen zu verschiedenen Teilbereichen aus dem Bereich der Naturwissenschaften, aber auch der Kulturwissenschaften heranzuziehen. Und das ist eine Grabung gewesen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, die Zusammenarbeit mit all diesen faszinierenden Menschen. Sie sehen hier einen der Grabungsschnitte, die wir angelegt haben, um die Flusssedimente zu erforschen. Und die Mauern, die Sie sehen, die datieren ins frühe 12. Jahrhundert. Darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Aber diese Siedlung des 12. Jahrhunderts war gegründet worden auf diesen Flussablagerungen. Und auch bei unseren Ausgrabungen haben wir festgestellt, dass diese Flussablagerungen über einen Meter stark sind. Wir haben diesen Grabungsschnitt ungefähr 2 Meter runtergetrieben und sind dann Spezialisten und Spezialistinnen der Universität Kiel unter der Leitung von Hans-Rudolf Borg und Ingmar Unkel gekommen und haben diese ganze Sedimentabfolge, die man in diesem Tiefschnitt bekommen hat, aufgenommen und in einer Weise analysiert, wie es bis dahin und Gründlichkeit analysiert, wie es bis dahin nicht möglich war. Und durch diese Untersuchungen ist deutlich geworden, dass diese Flussablagerungen keineswegs in einem Ereignis abgelagert wurden, sondern sie sind in über 100 diskret nachweisbaren
Überschwemmungsereignissen abgelagert worden. Also wir haben es mit über 100 Überschwemmungsereignissen zu tun, die im Jahresdurchschnitt nicht mehr als 1 Zentimeter an Sediment abgelagert haben. Es handelte sich also ganz gewiss nicht um eine Katastrophe. Wir können also darüber hinaus, konnten wir auch feststellen, nach unten hin wurden diese Flussablagerungen durch eine humose Schicht begrenzt, die aus dem späten 14. Jahrhundert vor Christus datiert. Nach oben hin werden sie dadurch abgeschlossen durch die Gebäude, die im frühen 12. Jahrhundert auf ihnen errichtet wurden, sodass wir sagen können, dass diese Überschwemmungsereignisse sich irgendwann zwischen 1320 und kurz vor 1200 über 120 Jahre erstreckt haben. Also deshalb komme ich auf mindestens, also im Durchschnitt 1 Zentimeter pro Jahr. Was diese Untersuchungen aber auch gezeigt haben, ist, dass unmittelbar oberhalb dieser Flussablagerungen Schichten festzustellen sind, die auch steril sind, indem sie keine Keramik enthalten und auch keine Architekturreste, die aber von Menschenhand aufgetragen wurden, und zwar sehr großflächig aufgetragen wurden. Das ist diese gelbliche Schicht, die Sie sehen, oder auch in diesem Profil oben. Das sind mehrere, also etwa 30, 40 Zentimeter starke Schicht, die in der ganzen Ausgrabung nachweisbar ist und die aufgetragen worden sein muss als Planierschicht. Als Planierschicht deshalb, weil die Geoarchäologen, die das untersucht haben, haben festgestellt, dass Tonminerale in dieser Schicht enthalten sind, die plattgedrückt sind. Also sie sind nicht rund, sondern oval, und das deutet darauf hin, dass man es verfestigt hat. Das war ein Hinweis darauf, auf etwas, was ich schon längere Zeit davor vermutet hatte, dass bereits in der Palastzeit, in der Zeit der Umleitung des Flusses, einer der wichtigen Gründe für die Flussumleitung daran bestand, ein neues Siedlungsareal zu erschließen. Und die Tatsache, dass man hier Nivellierschichten aufgetragen hat und sie planiert hat, deutet sehr darauf hin, dass in der Palastzeit man das im Hinterkopf hatte, hier etwas zu tun. Allerdings haben wir in unseren Ausgrabungen keine Gebäudereste der Palastzeit festgestellt, was wahrscheinlich damit in Zusammenhang steht, dass diese Flussumleitung so nah an der Zerstörung des Palastes, so kurz vor der Zerstörung des Palastes fertig wurde, dass man mit den Baumaßnahmen nicht beginnen konnte oder noch nicht beginnen konnte. Was wir aber stattdessen gefunden haben, ist etwas auch sehr Bemerkenswertes. In diese Planierschicht eingetieft haben wir einige spätpalastzeitliche Befunde und Objekte gefunden. Allerdings, die Befunde, die wir gefunden haben, passen gar nicht zu dem, was man normalerweise mit Palastzeit assoziiert, nämlich Gebäude mit Mauern über 1 Meter Dicke, sehr solide gebaut, sondern das sind Reste von sehr ephemeren Gebäuden aus Holz und anderen leichten Bestandteilen. Wir haben eine ganze Reihe von Pfostengruben gefunden, die zu solchen zeltartigen Strukturen oder sehr leichten Behausungen gehören. Und in der Umgebung dieser sehr leichten Reste von Gebäuden haben wir Spuren hochkarätiger palatialer Elfenbeinbearbeitung gefunden. Alles Werkstücke, nicht fertig gewordene Stücke der Elfenbeinproduktion, wobei es sich nach ersten Analysen von Dr. Olga Krzyszkowska aus London um Elefantenelfenbein handeln dürfte. Und Sie sehen hier Werkstücke, die dort an Ort und Stelle angelegt wurden, hergestellt wurden, um als Intarsien für Möbelstücke, aus Holz bestehende Möbelstücke zu dienen. Das Holz der Möbelstücke ist nicht erhalten geblieben natürlich, weil es vergeht, aber es ist sehr zu vermuten, dass Möbeltischler und Elfenbeinproduzenten, vielleicht waren es die gleichen Personen sogar, hier zusammengewirkt haben, um Möbelstücke für den Palast, besondere Möbelstücke herzustellen und mit solchen Intarsien herzustellen. Bitte lassen Sie sich nicht davon irritieren, dass das so schokoladenartig aussieht, so dunkel. Elfenbein kann unter bestimmten Bodenlagerungen tatsächlich sehr dunkel werden. Interessant ist, dass auf diesen Werkstücken
Liniensysteme, auf einigen der Werkstücke Liniensysteme zu finden sind, die uns zeigen, wie diese Kunsthandwerker vorgegangen sind. Man sieht das schon bei dem Objekt oben links, dass da solche Liniensysteme zu erkennen sind. Am deutlichsten ist es allerdings auf einem Halbkapitell zu erkennen, das ebenfalls nicht fertig geworden ist und bei dem sich zeigen lässt, dass mit einem Gitternetz, mit einem aus Linien bestehenden Gitternetz, das in auf diese Elfenbeinoberflächen eingegraben wurde, Zapflöcher, die dazu gedient haben, um hölzerne und Elfenbeinbestandteile miteinander zu vernuten, dass diese Zapflöcher geometrisch ganz genau konstruiert wurden. Also wir kriegen hier einen indirekten Hinweis durch diese rechten Winkel und diese Konstruktionsweise auf eine Form der angewandten Geometrie, die in dieser Zeit gemacht wurde. Interessanterweise sind bisher meines Wissens aus dem späten zweiten Jahrtausend, und diese Stücke datieren in die Zeit unmittelbar vor 1200 vor Christus, also ans Ende der Palastzeit, sind aus Vorderasien meines Wissens solche Konstruktionslinien in dieser Form noch nicht nachgewiesen. Die frühesten Beispiele, die man kennt, die ich kenne aus dem Orient, stammen aus dem 9. Jahrhundert. Aber wahrscheinlich kannte man sie. Der Glücksfall ist hier, dass es sich alles um nicht fertiggestellte Objekte handelt, die in einem Moment liegen gelassen wurden dort. Und man darf annehmen, dass dieser Moment die Palastzerstörung war, die dann dazu geführt hat, dass die Kunsthandwerker weggegangen sind. Wir haben auch einen achtförmigen Schild, der ebenfalls als Einlage einer dieser Möbelstücke gedient hat, gefunden. Und der mit solchen, ja, also mit wahrscheinlich mit Niete wurde er festgemacht, mit diesen Löchern auf der Rückseite und dann auf diesem Möbelstück dann befestigt. Interessanterweise gab es wahrscheinlich schon diese Planung, eine Unterstadt zu errichten in der Palastzeit. Aber sie wurde in die Tat umgesetzt erst in der Zeit nachdem der Palast zerstört wurde. Und das finde ich eine der erstaunlichsten Erkenntnisse, dass Eliten der Nachpalastzeit, der Zeit nach 1200 vor Christus, sich daran gemacht haben, Planungen der Palastzeit zu Ende zu führen. Und die haben dann natürlich dann davon profitiert. Sie haben davon profitiert von der Umleitung des Flusses und sie haben profitiert von der Aufbringung der Planierschichten und konnten dann kurz nach 1200 vor Christus richtig systematisch damit beginnen, das zu bebauen. Und was wir in unserer Grabung festgestellt haben, ist eine äußerst dichte Bebauung, die sehr, sehr planmäßig angelegt wurde. Wir wissen aus geophysikalischen Untersuchungen, die ebenfalls am Rande unserer Ausgrabungen in den Arealen, so gut es möglich war, durchgeführt wurden, dass diese ganze dichte Bebauung sich überall fortsetzt eigentlich. Es ist ein sehr großes Gebiet. Und zukünftige Untersuchungen späterer Generationen werden dann die Frage zu klären haben, wie groß eigentlich diese nördliche Unterstadt von Thürins war, die auf diesen trocken gefallenen Flusssedimenten neu errichtet wurden. Was wir aus unseren Grabungen sagen können, aber im Grunde genommen auch schon aus früheren Grabungen und anderen Arealen der nördlichen Unterstadt wussten, ist, dass das sehr, sehr planmäßig erbaut wurde. Eine der Vorteile oder Vorzüge unseres Grabungsareals ist ja gewesen, dass hier eine neue Siedlung geschaffen wurde auf einem vorher völlig freien Areal. Und man konnte damit in einer Weise bauen, wie man es auf der Burg etwa nicht konnte. Auf der Burg mussten alle Neubaumaßnahmen immer Kompromisse schließen. Kompromisse insofern, als man sich dort einfügen musste, wo Platz gelassen wurde von vorangegangenen Generationen. Und hier hatte man ein Neubaugebiet und dementsprechend war auch eine der Ziele unserer Ausgrabung lag darin, zu verstehen, wie man sich in der Zeit nach der Zerstörung des Palastes gewissermaßen ideales Wohnen vorgestellt hat. Und ich denke, dass wir viele interessante Aufschlüsse für diese Frage tatsächlich auch herausbekommen haben. Und Sie sehen hier die Struktur dieses Neubaugebietes, das in den ersten Jahrzehnten nach 1200 vor Christus aufgebaut wurde. Um Höfe herum wurden überdachte Flächen geschaffen, die sich auf diese Höfe jeweils in ihren Handlungsabläufen bezogen haben. Die Funde aus unserer Ausgrabung sind zum Teil wirklich sehr, sehr besonders. Bereits 2015 haben wir eine Schabe gefunden, bei denen ich nicht glaubte,
Also ich habe nicht geglaubt, was ich sehe, nämlich zwei Hände, die sich schütteln, also zwei schüttelnde Hände, etwas, was man nicht kannte aus der mykenischen Zeit. Diese sich schüttelnden Hände müssen zu zwei Kriegern gehört haben, wie wir damals schon wussten, weil hier auf beiden Seiten der Knauf von Schwertern zu erkennen war. Aber natürlich hatte ich keine Hoffnung, dass wir je noch wissen könnten, wie dieses Gefäß aussah. Wir hatten allerdings das Glück, dass wir 2017 und 2018 viele weitere Teile dieses Gefäßes gefunden haben, das mittlerweile auch erfreulich Bekanntheit erreicht hat in der Fachwelt. Und die Begegnung von zwei und anderen Kriegerpersönlichkeiten zeigt, dass dieser Handshake-Krater oder Handschlag-Krater, wie wir ihn bezeichnen, ist in einem Hinterhof die Fragmente gefunden worden, ist wahrscheinlich aber verwendet worden in einem benachbarten Hof. Er datiert in die Jahrhunderte unmittelbar nach 1200 vor Christus und ist somit ein sehr, sehr wichtiges Bindeglied zwischen der figürlichen Vasenmalerei der späten Palastzeit und jener der mittleren Abschnitte der mykenischen Nachpalastzeit. Gerade aus dieser Zeit im frühen 12. Jahrhundert kannten wir bisher noch wenige bis gar keine figürlich bemalten, besonders mit Menschenfiguren bemalten Werke. Und hier sehen wir ein solches Werk, das demnächst in einem gemeinsamen Aufsatz publiziert werden wird, verschiedene Autorinnen und von mir. Dieser Handschlagkrater hat nicht weniger als 6 verschiedene Szenen, die wir unterscheiden können. Dazu gehören jeweils Begegnungen zwischen Kriegern, die unterschiedliche Dinge tun, auf was ich jetzt nicht näher ausführen möchte. Und die werden beobachtet von Personen, die mit ihren kleinen Köpfen noch zu sehen sind und die auf diesen Schachbrettfeldern obendrauf stehen. Und es ist ganz offensichtlich, dass diese Schachbrettfelder als eine Architekturfassade ein Bauwerk, vielleicht eine Befestigung zu sehen sind, von wo aus diese Menschen herabblicken auf diese Begegnungen dieser Krieger, die verschiedene Dinge tun. Eine solche Verwendung der sonst rein geometrisch zur Strukturierung von Krateren verwendeten Schachbrettfelder im Sinne von Architekturfassaden, das einzige Beispiel, das mir bekannt ist, stammt aus Kalapothi, und ist etwas später, datiert etwa in die Mitte des von Spätelades 3c und zeigt hier Personen, die über Leitern die wahrscheinlich an diese Architekturfassade angelehnt sind, dann Güter nach oben transportieren. Aber es ist eine sehr, sehr seltene Darstellung in der mykenischen figürlichen Vasenmalerei. Wir haben zwei Bauhorizonte unterschieden in unserer Ausgrabung, die in die Zeit zwischen 1200 und 1130 vor Christus datieren. Und der erste Bauhorizont wurde etwa 1150 vor Christus durch eine Brandzerstörung zerstört. Sie sehen hier für uns Archäologen und Archäologinnen natürlich etwas sehr Schönes, eine solche Zerstörung, weniger für die damaligen Menschen, weil da sehr viel auf den Fußböden noch an Objekten erhalten bleibt. In vielen Räumen und Höfen der Ausgrabung haben wir solche Ansammlungen von Objekten gefunden. Und ich kann Ihnen die frohe Nachricht überbringen, dass diese sehr, sehr reichen keramischen Bestände dank einer weiteren Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft in einem Projekt von Frau Kadamaki in den nächsten Jahren untersucht werden können, was es ermöglichen wird, ganz neue Erkenntnisse zu diesen ersten 50, 60 Jahren der Nachpalastzeit in einer der Kernregionen der Nachpalastzeit Griechenlands zu erbringen. In der Zeit danach, im zweiten Bauhorizont, wurden nicht alle Gebäude, die vorher errichtet worden waren, wieder aufgebaut, was dazu geführt hat, dass die Bebauung etwas lockerer geworden ist. Wir haben aber auch weitere sehr bemerkenswerte Funde im Zusammenhang mit diesem zweiten Bauhorizont, der in die Zeit zwischen etwa 1150 und 1120-30 datiert, gefunden. Dazu gehört ein weiterer Krater, den Sie hier sehen, der zwar nicht figürlich bemalt ist, der aber Darstellungen von etwas bisher in der mykenischen Vasenmalerei Unbekannten bringt, das ich meine Darstellungen von zyprischen Bronzedreifüßen sind. Bronze-Dreifüßen, wie es hier oben einer auch aus dem Tyrinsschatz als Importstück von Zypern in der mykenischen Nachpalastzeit belegt sind. Und die Art, wie diese
Objekte hier auf drei Füßen dargestellt sind und auch der Ring oben, wie er profiliert dargestellt ist, lässt mich vermuten, dass es sich hierbei um Wiedergaben eines von Bronzegefäßen handelt. Die Vasenmalerei der Nachpalastzeit hat sehr viel Freude daran gehabt, Realien mit Fantasiedingen zu kombinieren. Und so hat man hier Tentakeln eines Meerestieres aus diesem Gefäß, aus diesen drei Füßen herauswachsen lassen, was aber nichts daran ändert, dass der Kern des Ganzen solche Bronze-Dreifüße gewesen sein dürften. Was dann noch in diesem zweiten Bauhorizont uns elektrisiert hat, waren Reste von Ofenanlagen. Und wir haben uns fiel auf, dass in dieser Ausgrabung, in diesem Areal, eine sehr starke Konzentration von Rotlehm festzustellen war. Also große Flächen waren mit verbranntem Lehm, gerötetem Lehm zu finden. Und wir dachten erst, dass es sich hierbei um die Reste wiederum einer kunsthandwerklichen oder Töpfereiwerkstatt oder metallurgischen Einrichtung handelt. Als wir das allerdings dann weiter ausgegraben haben, haben wir herausgefunden, dass es sich um etwas anderes handelt, nämlich dass es sich um sehr kleine schlüssellochförmige Öfen handelt, die wahrscheinlich ursprünglich mit einer Kuppel versehen waren und die sehr wahrscheinlich zum Kochen verwendet wurden. Denn in der Umgebung dieser Öfen haben wir eine Konzentration von solchen Gefäßen gefunden, der Gebrauchskeramik, schüsselartigen Gefäßen, die aber auch zum Kochen gedient haben können, die sehr gut in diese Öfen hineingepasst haben können. Wahrscheinlich ist irgendeine Spezialität der mykenischen Zeit in diesen Öfen gegart worden. Und diese Öfen sind über einen längeren Zeitraum immer wieder erneuert worden. In einem der Öfen haben wir auch eine Deponierung von 5 Kühlekes gefunden, die nachdem man den Ofen geöffnet hat und wahrscheinlich die Nahrung entnommen hat, hat man sie danach in diesem Ofen rituell beigesetzt. Und das ist alles ein Hinweis schon mal darauf gewesen, dass in diesem Areal in der Nachpalastzeit irgendwelche Bankette oder rituellen Gelage stattgefunden haben könnten. Ganz in der Nähe von diesen Ansammlungen von Öfen haben wir 2014 verschiedene Gruben festgestellt, die zur Entsorgung von in Ritualen verwendeten Geschirr gedient hat. Wir haben zunächst diese eine Grube gefunden, die voll war mit Resten von Gefäßen. Diese Gefäße sind in viele kleine Stücke absichtlich zerbrochen worden. Hier ein Alabastron, ein großes Alabastron, das in kleinste Stücke zerbrochen wurde, aber trotzdem sind alle Stücke in der Grube drin gefunden worden. Und das trifft auch weniger deutlich auf die anderen Gefäße zu. Dass diese Kleinstückigkeit hier deutet eindeutig darauf hin, dass es sich um ein intentionell zerbrochenes Gefäß handelt. Und so wunderte es dann auch nicht mehr, jetzt bin ich rausgegangen. Wurde das abgestürzt? Woran liegt das? Das war ein Er zeigt es nicht. Ich glaube, jemand von der Technik muss kommen. Es ist nicht ganz klar, warum das jetzt nicht. Irgendwie ist die Verbindung, glaube ich, nicht. Wunderbar, fast schon gut. Jetzt müssen wir noch zur wichtigen Folie kommen. Ja, ich mache das. Vielen Dank, das ist sehr lieb. Ja, das war so ein richtiger Cliffhanger jetzt. Wir haben dann in einer anderen Grube, ganz in der Nähe, haben wir ein zerbrochenes Ritualgefäß besonderer Art gefunden. Und es waren so ringartige Teile gefunden worden, war mir schon klar, das ist etwas sehr Besonderes. Auch hier oben rechts sehen Sie den Kopf dieses Gefäßes. So ist die Fundzeichnung
so hat sich das dargestellt, ein Gefäß, das ebenfalls intentionell in möglichst viele Stücke zerbrochen wurde und das wiederum zu einem ganz einzigartigen Kultgefäß zusammengesetzt werden konnte, das aus drei kommunizierenden Röhren besteht. Und es ist auch ein Rhyton, bei dem im Kopfteil Flüssigkeit hineingegossen werden konnte, die dann durch die Ringe durchläuft, dann durch das Bodengefäß, durch ein winziges Loch im Boden dann austreten konnte. Und das Ganze ist eine Kanne, eine Rhythonkanne, kann man sagen, die ein Wesen darstellt, das wir nicht verstehen. Auch dieses Gefäß wird demnächst in einem Aufsatz von uns gemeinsam publiziert werden. Wir nennen das The Creature of the Rings, weil es nicht eindeutig festzulegen ist auf Mensch-Tier. Es ist, der Kopf sieht ein bisschen menschlich aus, aber hat keinen Mund. Der Körper sieht sehr eigentümlich aus. Und auf den Ringen dieses Körpers winden sich Schlangen hoch, die dann auf der Schulter dieses Wesens nach vorne, giftig nach vorne rausragen. Interessant ist, dass in der Mitte des Ganzen steht eine Säule, die auf etwas steht, das wir aufgrund von vielen Analogien in der Palastzeit als ein Machtsymbol und Symbol der Palastzeit kennen, nämlich die Säule auf dem Altar. Ein altes minoisches Symbol, das oft besonders prägnant im Löwentor wiederkehrt, das wir aber aus der Nachpalastzeit so meines Wissens nicht kennen, was uns in diesem Aufsatz dazu bringen wird, dieses Gefäß anzunehmen, dass dieses Gefäß ein Altstück sein dürfte, ein Altstück, das aus der Palastzeit stammt und dann in die Nachpalastzeit weiterverwendet wurde, bis es dann nach einer Ritualhandlung absichtlich zerstört wurde. Als wir das gefunden haben, dieses Gefäß, war ich mir sicher, dass sowas noch nie in Griechenland gefunden wurde. Ich habe es dann der Katja Sporn gezeigt und da hat sie gesagt, Moment mal, ich habe sowas schon mal gesehen. Und sie hat mir dann gesagt, ja, in Kreta habe ich sowas gesehen, nämlich in Kathosakros. Und dafür bin ich ihr sehr, sehr dankbar, wie für vieles andere mehr. Tatsächlich sind die einzigen Parallelen, die wir für dieses Ritualgefäß haben, stammen aus Ostkreta. Aus Kathosakros datieren sie ins 14. Jahrhundert wahrscheinlich. Und auch ein weiteres Fragment hier unten rechts stammt aus Ostkreta und datiert auch so ungefähr ins 14. Jahrhundert. Ist damit rund 150 Jahre älter als die Fundumstände, also die Fundlage, Deponierungssituation unseres Gefäßes. Aber es ist ein weiterer Hinweis, dass es sich hierbei um viel ältere Gefäße handeln dürfte. Es handelt sich sicherlich oder sehr wahrscheinlich nicht, es gibt keine naturwissenschaftlichen Analysen bei unserem Gefäß, aber es ist sicherlich kein kretisches Importstück vom Habitus, also vom Erscheinungsbild des Tones her. Was wir also sagen können, ist, dass am Ende des zweiten Bauhorizonts oder im Laufe des Bauhorizonts, am Ende des zweiten Bauhorizonts wurden intentionell Objekte beerdigt, dem Boden anvertraut, zerstört dem Boden anvertraut, die wahrscheinlich in der Zeit zuvor in Zeremonien in diesem Bereich, dazu gehören die Öfen mit Speisen und alles Mögliche, verwendet wurden. Wahrscheinlich hängt diese Deponierung dieses Kultinventars mit der Aufgabe des ganzen Areals als Siedlungsraum zusammen. Denn interessanterweise dauerte die mykenische Nachpalastzeit noch rund 70 Jahre nach dem Ende des zweiten Bauhorizonts weiter, nämlich bis 1050. Aber unsere Besiedlung wird so in der Zeit um 1120 aufgegeben und dann ist das ganze Areal nicht mehr wieder bebaut worden. Und das sind Hinweise dafür, dass es im Laufe der 150 Jahre der Nachpalastzeit zu Entsiedelungsvorgängen gekommen ist, die das Ende der mykenischen Unterstadt, aber allmählich auch der mykenischen Zeit eingeleitet haben. Klaus Kilian hat in den 1980er Jahren die interessante These aufgestellt, dass die Unterstadt von Tiryns und besonders die nördliche Unterstadt von Tiryns eine Planstadt war, die ähnlich gebaut wurde, mit ähnlicher Systematik gebaut wurde wie Städte, die man gleichzeitig auf Zypern ausgegraben hat, wie Enkomi aus dem frühen 12. Jahrhundert. Und ich denke, er hat recht gehabt.
die Art der Architektur, die auf Zypern geschaffen wurde, ist anders als die in Tiryns, aber die Planmäßigkeit, die man hier an den Tag gelegt hat, ist durchaus vergleichbar. Aber anders als in Zypern hat diese Entwicklung in Tiryns nicht angehalten, sondern sie war eine Art Strohfeuer, die nur die frühen Abschnitte, also die erste Hälfte der Nachpalastzeit zwischen etwa 1200 und dem späten 12. Jahrhundert vor Christus umfasst. Es war, was wir sehen, meines Erachtens, ist das Ende eines begonnenen, ein abgebrochener Urbanisierungsprozess. Man hat nach der Zerstörung des Palastes begonnen, was sehr erstaunlich ist, an palastzeitliche Planungen anzuknüpfen und sie zu Ende zu führen und etwas zu tun, was wir sonst ebenfalls aus keinem Ort Griechenlands kennen, für die Nachpalastzeit, die eben nicht nur dunkel war, sondern Großbauprojekte in die Tat umgesetzt. Aber bereits einige Generationen später scheinen krisenhafte Situationen eingetreten zu sein, die letztlich dazu geführt haben, auch das Ende der mykenischen Kultur eingeleitet haben. Das Stadtgebiet, Unterstadtgebiet wurde immer mehr aufgegeben und Menschen sind vielleicht auch weggezogen von dem Ort. Aber was man feststellen konnte, und damit bin ich zum Ende, dass in diesen letzten 150 Jahren der mykenischen Nachpalastzeit eben Weichenstellungen vollzogen wurden, die in vielfacher Hinsicht sehr zentral und von zentraler Bedeutung für das werden sollten, die dann in den Jahrhunderten der frühen Eisenzeit und bis in die archaische Zeit werden sollte, nämlich dass man sich in einer Art und Weise auf die Palastzeit bezogen hat, das eben bewirkt hat, dass man sich immer mehr mit dem, was davor war, auseinandergesetzt hat, sich darauf bezogen hat und neue Formen ausprobiert hat und entwickelt hat, wie man diese Palastzeit sehen und interpretieren konnte. Und das insofern, und so insofern war auch Schliemanns Ansatz nicht völlig falsch, haben natürlich diese Befunde aus Tiryns sehr viel mit den homerischen Epen zu tun, allerdings nicht als im Sinne von der Nutzung der homerischen Epen als Geschichtsquelle, als Quelle zum Verständnis der mykenischen Zeit, sondern eher zur Geburt einer Einstellung gegenüber der Palastzeit, die man als kontrapräsentisch bezeichnen könnte, dass man nämlich gewahr wurde, dass vor einem Generationen waren, die Dinge gekonnt haben, die man selbst nicht vermocht hat. Und diese Einstellung, diese kontrapräsentische Einstellung, die einem dazu geführt hat, zu erkennen, dass die eigene Zeit defizitär ist im Vergleich zu dem, was vorher war, diese kontrapräsentische Einstellung, wie es die Erinnerungsforschung oder die Forschung zur sozialen Erinnerung in den letzten Jahrzehnten genannt hat. Dieses kontrapräsentische Element ist etwas, was dann bis in die homerischen Epen Wirkungsmacht entfalten sollte. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit.